Einen wunderschönen guten Abend hier zu einem weiteren Let's Play of Rocket Beans mit dem guten Henry. Und wir spielen Zero Sievert. Jetzt geht's los. Und damit nochmal ein herzliches Hallo hier zum Start des Donnerstagabendprogramms mit dem guten Henry. Und dann fragt ihr euch vielleicht, wer ist denn der Henry? Ist das der Charakter aus Kingdom Come Deliverance? Der heißt ja Heinrich und Henry im Englischen. Nee, ist es tatsächlich nicht, aber fast. Fast. Ist fast ein Ritter. Ich bin ein Ritter. Noch nicht ganz, werde ich erst demnächst geschlagen, hoffentlich. Ne? Ich bin Henry, ich bin in der Ausbildung hier bei Rocket Beans als Mediengestalter Bild und Ton. Und ich hüpfe hier so durch die Abteilungen, gerade nochmal gegen Ende meiner Ausbildung. Und da durfte natürlich was nicht fehlen. On-Air. On-Air-Praktikum sozusagen, genau. Du hast schon angeteased in andere Abteilungen geguckt. Ja, wer mich auch vielleicht noch kennt, auch von der Gamescom, der singende... So nämlich, genau. So nämlich, man hat dich schon mal gesehen und zwar in... gehört. Gehört vor allem im traumhaftesten Moment eigentlich dieser Gamescom, muss ich ganz klar sagen. Und wann ist das denn vorbei, deine Ausbildung? Wie lange hast du noch? Also es ist jetzt schon gerade mitten in der Prüfungsphase und ich hoffe, dass ich so Mitte Januar durch bin. Okay, ja. Also, dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen für die Prüfung. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Haut mal ein paar Daumen raus. Aber dann geht's hier jetzt erstmal in das vor der Kamera sitzen, weil du ja sonst meistens hinter der Kamera scharf stellst zum Beispiel. Du bist doch eh schon scharf. Ah, danke, ja, das kann man auch mal schön geblurrt, kann man mich auch noch scharf sehen. Oh, schön. Warum sitzen wir hier? Wir zocken Zero Sievert an. Ich denke mal, das spricht man so aus. Lange im Early Access gewesen, vielleicht haben es die ein oder anderen von euch da draußen wahrgenommen. Ich glaube, vor 2 Jahren ungefähr gestartet, aber jetzt... Mhm. Widmen wir uns diesem Spiel, denn es hat die 1-0 erreicht. Ist ja mal schön, wenn so ein Early Access Titel dann auch mal fertig wird. Ja. Und jetzt wollen wir uns hier so ein bisschen davon überzeugen, ja, wie ist es denn nun? Was ist es nun? Und wir beide haben es noch nie gespielt. Also wir können gar nicht viel sagen über, ey, wie war die Early Access Phase? Was für Features waren noch nicht da, die jetzt da sind und so. Aber wir bewerten einfach jetzt ein, wie die Entwickler ja selber sagen, jetzt ein fertiges einfach Spiel. Einfach ins kalte Wasser. Und ich fange hier einfach mal an, ich schnappe Maus und Tastatur und ich würde sagen, guck mal hier, wo ist denn die Maus? Aha, die war ein bisschen draußen. Ja, auch noch geschlafen. Ja, wirklich. So, und wir sehen hier direkt, es gibt ein Tutorial und ich sag mal, in alter Rocket Beans-Manier würden wir es eigentlich ignorieren und auf New Game klicken, aber ich dachte, wir trauen uns mal was und gucken vorher mal ins Tutorial, oder? Ja, ich hoffe, uns ist auch keiner böse da, aber... Ich glaube nicht, dass... Nein. Also wir werden trotzdem noch versagen. Keine Sorge, Leute, es wird lustig. Crosshair and Range, Enemies and Armor. Gut, fangen wir mit dem ersten hier an. Uiuiui. Okay, aber kannst du dich jetzt auch bewegen? Das gucken wir jetzt mal. Das wird uns jetzt hier oft nicht erklärt. Erstmal steht hier eine Menge. Hier steht zum Beispiel, das hier is not the ideal range. Can still get a 100% effective hit if the bullet hits the center of the mass. Aha. Okay, the full wide... Das heißt, man hat im Endeffekt einen Bereich, wo du aimen und schießen kannst. Ja. Du hast einen Bereich, wo es dann nicht mehr ganz genau, glaube ich, und effektiv auch ist. Mhm. Und dann hast du den roten Bereich, wo dann halt... Wo du halt keinen Schaden mehr dem Gegner zufügen kannst. Ja, hier passiert dann anscheinend gar nichts. Gibt dann wohl auch keine Querschläger mehr in dem Bereich. Aha, das sind nur so 2 Tutorial-Bilder. Das ist ja wunderschön. Okay. Dann haben wir nämlich gar nicht so was Langes vor uns. Weil ich muss ja persönlich sagen, mich stressen so Spiele, die mit so einem 3-4-Stunden-Tutorial einsteigen. Ja. Da habe ich dann nach Stunde 3 schon keinen Bock mehr irgendwie. Das finde ich auch ziemlich schlimm, wenn du dann erstmal in dieses Spiel reingehst und du hast so ein elendlanges Tutorial, was so gar nichts irgendwie auch... wirklich so einen Inhalt zu tun hat, sondern du sollst dieses Spiel kennenlernen, aber du willst eigentlich nur spielen. Ja, genau. Weil das Schöne an Videospielen ist ja in der Regel, dass sie dir Freiheit bieten. Ja, so. Genau. Und das ist so das Gegenteil davon. Und dann kann ich mir auch einen Film angucken. Naja, und da muss ich mir nicht mal denken bei einem Film. Ja, kommt auf den Film an, aber ich sag mal so, ein Tutorial musst du ja im besten Fall auch verstehen und so. Das stimmt. So, Full Hit blocked by Armor No Damage. Da sind wir das oder was? Wahrscheinlich, ne? Ja, weiß ich. Oder... Also das hier rechts ist ganz kleine Raketenbohne. Ganz klar. Die Bohne eingebaut, oder? Placing Hit, Penetrated Armor, Partial Damage. Okay, also es sind wahrscheinlich die verschiedenen Zustände. Ja, genau. Die muss man so ein bisschen lernen und dann sieht man halt irgendwie, wie es einem geht. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, das ist eher so ein Ding, was auch Learning by Doing funktioniert. Ich glaube, wir gehen einfach mal rein. Ja, wirklich, weil ich kann mir das doch jetzt eh nicht merken. Nee, nee. Diese 4 Zustände sind schon 3 zu viel. Also wirklich. Ja, es sind 3 zu viel.
So, das war das Tutorial, liebe Freunde. Starten wir einfach mal ein New Game. Wobei, ich gucke auch immer gerne noch für die Leute in die Settings, was es so gibt. Manchmal gibt es ja sowas wie Accessibility Options, die für manche ganz wichtig sind. In dem Main-Menu, okay. Ah, okay. Während des laufenden Spiels, dann, das ist ja eigentlich sonst meist andersrum. Das bieten wir hier für Sprachen an. Aha, wir könnten auch auf Deutsch spielen. Sollen wir das machen? Weiß ich nicht. Was riechst du denn? Also ich spiele immer gerne auf Englisch tatsächlich. Ich spiele Englisch. Aber vielleicht ist es für andere draußen ein genau, einfaches Verstehen. Exakt, deswegen nicht jeder tut das gerne. Ja. Deswegen würde ich mal umswitchen. Auch sehr schön, hier direkt zu sehen. Man muss das Spiel nicht neu starten. So, wenn wir jetzt nochmal gleich auf die aufs Tutorial gehen, vielleicht ändert sich das da ja auch nochmal mit der Erklärung. Bestimmt. Feind und Rüstung, jetzt kann man das hier verstehen. Volltreffer, ach so. Okay, dann ist es. Das haben wir vorher nicht verstanden. Na, okay. Gut. Dann haben wir die Option auch einmal gesehen und dann springen wir mal rein. Slot 1. Oh Gott. Hui. Richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die neu bei Zero Sievert sind. Sind wir ja eigentlich, ne? Ja, wir sind eigentlich schon sehr neu. Allerdings so den leichten zu nehmen. Ah, aber, lame. Ja. Aber wir wollen ja auch ein bisschen was zeigen, ne? Wir wollen ja so viel wie möglich in den zwei Stunden, die wir haben, zeigen. Also meinst du schon Jäger? Schon Jäger, ne? Weil wir so krass sind. Ja, ich glaube, Überleben, da geht, glaube ich, fit, oder? Ja, aber trotzdem spannend hier, das nochmal durchzulesen, da ist es dann so ein Permadeath-Ding. Da verliert man alles Mögliche. Das heißt, danach ist dann wirklich Schluss. Ja, also beziehungsweise musst du zumindest deinen ganzen Stuff neu sammeln. Ob man allen Progress verliert, geht da für mich jetzt nicht ganz draus hervor. Aber ich finde schön, dass sie mit so einem viel Spaß abschließen. Ja, viel Spaß. Ja, hab mal viel Spaß damit. Komm, wir starten jetzt mit dem Neuling rein. Einfach nur, um möglichst viel heute hier zeigen zu können. Ah, okay, du kannst es einstellen. Ach so, ich kann einzelne Sachen hier noch konfigurieren. Ah, okay, du bist bei Voreinstellungen. Kannst du auf Handel gehen? Und dann kann ich hier, okay, alle möglichen Multiplikatoren. Krass, man kann so viel einstellen. Das mag ich aber, wenn man das Spiel dann schon gut kennt und irgendwie weiß, ey, mich hat schon immer genervt, dass die Waffenhaltbarkeit so gering ist oder so. Genau. Dann stelle ich mir nur das hoch und den anderen Stuff fand ich fein. Mega geil immer. So, dann habe ich jetzt hier einfach mal weitergedrückt. Genau. Ich glaube, man kann nämlich jetzt auswählen, mit was für einer Ausrüstung man startet. Das heißt, wenn du mal auf die Ausrüstung gehst, dann müsste sich das, glaube ich, ändern. Genau, du kannst jetzt nämlich auswählen, was du... Bist du eher der Sniper? Ja, verstehe. Bist du eher der Typ, der gerne einfach reinhält oder sowas in die Richtung? Okay, das ist ja gut. Da ändern sich vor allem hier Loadout und so, aber hier die Brote bleibt gleich. Ich glaube, diese ganze Proviant und so bleibt gleich. Ja, außer hier, das sieht viel reduzierter aus. Das ist für die hartbesoltenen Ausrüstung 6. Hier haben wir auf jeden Fall am wenigsten bisher gehabt. Ich würde vielleicht echt so ein bisschen klassisch mit so einem Sturmgewehr starten, weil ich mir noch viel zu wenig vorstellen kann, was macht das für einen Unterschied. Ja. Sniper wirkt direkt ein bisschen advanced, weil man dann irgendwie wissen muss, wann das halt sinnvoll ist einzusetzen. So, jetzt sind wir drin und wir sehen, das hat hier sowas, man sieht direkt so eine Art Sichtkegel, der für mich direkt an Project Zomboid oder Among Us oder so erinnert, wo du auch immer nur das sehen kannst, was du auch aktiv anguckst. Mag ich tatsächlich ganz gern diese Mechanik. Das heißt, du gehst auch mit dem Fadenkreuz dahin, da guckst du dann auch hin. Genau, genau. Aber ich stelle gerade trotzdem fest, das ist nicht ganz so, wie ich dachte, denn die Räume sind nicht komplett dunkel dann. Also man sieht trotzdem, was hier drin ist schon. Und hier ging gerade ein Gegner hier oben weg. Und den habe ich gesehen, obwohl ich nicht dahin geguckt habe. Also vielleicht ist das auch nur mein Kegel. Oder ist es vielleicht auch nur da drin in der Basis? Ist es vielleicht außerhalb auch noch anders? Das werden wir jetzt sehen. Lass es uns einfach herausfinden. Ich rede mal mit diesem... Das ist der Barkeeper. Der Barkeeper. Hallo Fremde, hast du Hunger? Ich will etwas wissen in erster Linie. Wo bin ich hier? Ist schon mal eine gute Frage. Ja. Das ist Zero Sievert, ein alter Bunker aus dem Kalten Krieg. Der einzige sichere Ort in Sarkov. Hier findest du alles, was du brauchst. Ausrüstung, Nachschub und Missionen. Aha. Was ist denn überhaupt aber in Sarkov passiert? Gute Frage. Am 4. April 2017 flog das Kraftwerk in die Luft. Keiner weiß, was da wirklich passiert ist, aber die Crimson Corporation hatte definitiv was damit zu tun. Die sagen, sie haben keine gefährlichen Experimente durchgeführt, aber ich glaube denen nicht. Keiner hier tut das. Vielleicht hast du ja mehr Glück, wenn du die fragst. Die sollten im Industriegebiet eine Basis haben. Aber mach dir nicht allzu viele Hoffnungen. Ich wage zu bezweifeln, ob dir die Wahrheit, ob sie dir die Wahrheit sagen würden. Und ob wir wieder zurückkommen. Und ob wir wieder zurückkommen, ob sie uns schon nicht festhalten. Das war ein Atomkraftwerk, das bis 2014 am Netz war. Okay, also hier kriegt man auf jeden Fall einiges an Story. Finde ich Jobs. Oh, Jobs, ja. Ich kann dir ein paar Jobs geben. Glaube nicht, dass sich die Grüne Armee mit einem Neuling abgeben will. Ich kann ein gutes Wort für dich einlegen. Doch zuerst müssen wir wissen, ob du da draußen auch überleben kannst. Hm. Außerdem sucht der Doktor ständig nach Leuten, die ihr Leben riskieren, um ihm Proben zu bringen. Red mal mit ihm, mal sehen, was er sagt. Okay, okay.
komme ich in andere Bereiche. Das greift mir fast alles ein bisschen zuvor, weil ich weiß ja noch gar nicht genau richtig, was der Gist von diesem Spiel ist. Okay, wir haben Aufgaben auf jeden Fall. Wir können handeln. Aufgaben, ja, der gibt mir erste Schritte. Okay. Ja gut, das klingt doch ganz gut. Ja, hier kriegt man dann eine Belohnung. Muss man sich die vorher aussuchen? Scheint so, ja. Ich kann das schon auswählen. Hey Fremder, willkommen im Zero Sievert Bunker. Keine Ahnung, wie du hergekommen bist und das ist mir auch egal. Nichts gegen dich. Wir haben hier ständig neue Gesichter und nur wenige tauchen wieder auf. Also mache ich mir erstmal nicht die Mühe, mir deins zu merken. Mal sehen, was du tun kannst. Das reicht schon. Wir nehmen es mal einfach an, oder? Ich weiß nicht, ob ich glaube auch, aber als Belohnung. Ich weiß nicht, ob man die Frage wählen muss. Das ist halt wirklich die Frage. Ich wähle jetzt mal irgendwas. Aber ich weiß ja noch gar nicht. Das ist alles Munition und ich habe zum Beispiel jetzt schon keinen Plan. Ja, ist die Frage. Sturmgewehr, genau. Was sehen wir da? Also ich, Sturmgewehr, 7 irgendwas Muni war das, glaube ich. War das 7,62 oder sowas? Ich würde jetzt sagen Sturmgewehr. Ja, würde ich auch sagen. Das ist ein klassisches Ding. Ja. Hier, 7,62, das sieht doch, das passt da für uns. Ich nehme mal das mit. Belohnung erhalten. Können wir die jetzt schon erhalten? Wir denken aber auch, der gibt uns schon vorher. Ja, das wäre geil. Wenn wir so rausbezahlt werden, ist gar nice. Okay. Okay, das ist, die Mission ist jetzt aktiv. Dann kann man hier noch Ausrüstung kaufen. Achso, bei Hardcore kann man dann hier sich Hilfe suchen. Hunger und Durst. Okay, wir haben, genau, wir haben nämlich oben, habe ich eben auch schon gesehen, das gehen wir zurück. Mhm. Ah nee, dann war das wahrscheinlich bei dem anderen eben. Da hatten wir oben Rubel. Wir hatten glaube ich 3000 Rubel, also wir haben eine Währung. Ja. Anscheinend kriegen wir auch Hunger und Durst, wo wir dann stillen müssen. Okay, das ist übrigens sehr lustig. Wir haben ja jetzt gerade schon erfahren, irgendeine Atomkatastrophe durch ein Atomkraftwerk. Wir sind hier in einem Bunker, das Spiel heißt Zero Sievert. Und es hat direkt immer so Sowjet-Ost-Anleihen, ne? Ja, auch hier Rubel direkt. Ja, ja. So, das ist irgendwie gefühlt, verbindet man das immer damit. Und alle Entwickler nehmen sich dieses Setting dann. Und ist dann natürlich auch naheliegend. Ist auch irgendwie naheliegend. Und dann ist aber oft auch so viel ähnlich. Hier haben wir direkt so, wie so Spiele wie Tarkov oder so diese Inventarverwaltung machen. Ja. Also das halt so eine Flasche hat dann 2 Slots und du kannst so ein bisschen Tetris-mäßiges anordnen. Also da gucken sie sich sehr viel von schon bekannten Geschichten ab. Aber jetzt haben wir hier genug in einem Menü rumgelungert. Ich streife jetzt mal ein bisschen durch die Basis. Hier ist, da unten ist der Exit, aber ich will noch einmal ganz kurz gucken, was geht hier in den Räumen. Hier ist nur der Aufenthaltsraum. Oh. Ist hier ein ganz chilliger Bunker. Schon. Das ist hier. Du könntest übrigens recht haben, dass das nur im Bunker sehe ich die anderen, weil die halt irgendwie freundlich gesonnen sind. Ja, genau. Und sobald es Feinde sind, ist es vielleicht nicht mehr so. Da liegt auch schon ein bisschen Blut auf dem Boden. Blut auf dem Boden. Das scheint auf jeden Fall die Krankenstation oder so ähnlich zu sein. Ja, das da, wo die Verletzten wiederkommen. Ja. Das Gebiet. Oder schlafen gerade alle. Kann ich auch? Ah, ich kann schneller. Ah, ja, stimmt. Ah, sehr gut. Ja, das hat mich jetzt bisschen schneller unterwegs genervt. Oh, schön. Ah, okay, wir können da schlafen. Das sind Schlafräume anscheinend. Okay, also. Ah, ja. Wie möchtest du schlafen? Wir können. Ja, morgens. Ah, okay. Können das hier so Bethesda-mäßig auswählen, über Skyrim irgendwie. Max 12 Stunden, aber okay. Dann kann man dann sagen, wie lange man schlafen kann. Also, ich kann noch 14 Stunden schlafen. Ich weiß nicht, warum das hier da auf. Ist echt so ein. Ich bin. Ist das? Ich kann ja nach so einer durchgezechten Nacht, du. Nee, selbst dann habe ich manchmal. Also, ich muss sagen, aus Erfahrung, selbst da schlafe ich am wenigsten immer. Okay, spannend. Ja gut, kommen natürlich auf die Art der durchgezechten Nacht Weiß ich nicht, bis 4 Uhr, 5 Uhr wach war oder so, ja, dann kann ich nicht bis 14 Uhr, 15 Uhr oder so schlafen. Das funktioniert bei mir nicht. Ja, also ich sag mal, mit recht viel Alkohol-Intus kann ich schon in so einen komatösen Zustand verfallen. Aber etwas zu viel erlaubt es mir dann auch nicht mehr, weil dann ist der Körper zu gierig nach, weiß ich nicht, mit Kopfschmerztabletten und fettigem Essen. Irgendwas. Ja, genau. Okay, also hier sind noch leere Räume. Das sieht doch fast so aus, als könnten wir vielleicht sogar später was einrichten. Aber bevor wir uns hier verlieren, ziehe ich direkt mal in die große, weite Welt aus, raus. Denn erste Schritte haben wir ja schon, die Mission. Ich brauche gerade keine weitere. Erstmal gucken. Frischfleisch. Was? Man könnte noch mit denen reden. Komm, mit dem rede ich jetzt nochmal. Was willst du, fragt er mich. Ich will etwas wissen. Machst du hier? Aber bewachen halt, ne? Ich bewache die Vordertür. Er hält es auch ganz kurz. Okay, aber schön. Jeder hat so einen kleinen Dialog. Bis dann. Da kann man sich vielleicht auch dran verlieren. Er lacht uns noch aus. Ja. Der Neuling. So, jetzt mal draußen. If you want to live, you should equip the gun. Ja, ich frag den mal. Erzähl mir was. Auch gut. Wie kann ich von hier weg? Wie kann ich meine Kraft verlassen? Weil dorthin tragen, wo du hin möchtest. Du musst nur eine Gebühr zahlen. Ein Schaffner, ach so, okay, der kann uns wohin fahren. Ich dachte gerade, wer ist das? Ja, ja. Ein Träger? Okay, das ist der Schaffner. Das ist der, der uns dann halt wegbringt. Herrlich. Basis.
Wie kann ich eine Karte verlassen? Du kannst die Karte nur verlassen, wenn du einen Abholpunkt findest. Die sind auf deiner persönlichen Karte hier im grünen Kreis markiert. Aha, es gibt also so Exits quasi, also auch recht Tarkov-ähnlich. Ich will fort. Ah, und jetzt kann ich eine andere Karte auswählen. Okay. Wenn ich denn schon eine hätte, also oder der Wald ist vielleicht die erste. Ich glaube, rechts sind noch gesperrt, oder? Kann das sein? Das wird gesperrt, genau. Hier ist das Lager, da passiert nichts. Hier könnte ich hin. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns noch ganz kurz in diesem Außenbereich hier um. Hier ist eine unsichtbare Wand. Okay, da kommst du nicht weiter. Hier sind weitere Wachleute. Ach, und hier kann ich auch nicht weiter, okay. Okay, das heißt, das ist die einzige Möglichkeit, da mit dem Zug halt wegzukommen. Verstehe, ich dachte nämlich auch gerade kurz... Okay. Könnte hier unten weitergehen, aber kann ich nicht, dann... Die Frage, ob wir jetzt schon eine Waffe... Können wir denn eine Waffe überhaupt ausrüsten? Das versuche ich mal hier. Zack. Ah. Dann, Eine kleine Waffe hast du auch noch da, eine Handwaffe? Fünf hätten wir übrigens gebraucht. Ach so, ja, stimmt, du hast recht. Ja, hier eine Pistole. Okay, aber gut, haben wir ja noch nie ausgewählt, zum Glück. Ja, weiß ich halt nicht. Irgendwie, schon. Ich glaube, wir werden es noch sehen, ja. Genau. Wir haben ja erstmal genug da. Das pickt der sich dann automatisch. Okay. Und hier noch eine kugelsichere Weste. Die kann ich auch anziehen. Geil. Und was ist das hier? Ein Schulrucksack. Ja, gut. Warum auch nicht? Ja. Muss ich mir das irgendwie? Nee, muss ich nicht. Gut, dann haben wir das gemacht, was der Schaffner sagte. Dann fragen wir ihn doch nochmal. Ich will fort. Dann lass uns doch mal in den Wald gehen. Oder fahren. Fahren, ja. Das erinnert mich auch direkt an Metro Exodus. Das war so ein Spiel, auch komplett mit dem Zug bist du von Level zu Level bereichert. Leider nicht gespielt. Ich habe nur die davor gespielt. Ich habe es auch nicht durchgespielt, aber genau, es war ja das erste Metro, was dann an der Oberfläche spielt. Genau. Aber dieses Zug-Setting hatten sie quasi schon immer. So, jetzt fährt er auch direkt wieder weg. Ja, der lässt uns da und ne, wir sind auf uns selber. Da läuft auch schon irgendwie ein Hase oder so. Ja. Sollte meine Schuss... Was hat er gesagt? Nachladen. So, habe ich mal gemacht. Das ist der Klassiker R auf der Tastatur. Wir hören noch das Nachladegeräusch. Und jetzt sehen wir übrigens auch direkt, ich habe das Blatt mal getestet, wenn wir hier zu weit weggehen, hier wird es dann rot, also hier wird es nicht mehr so genau und hier geht's, kann man gar nicht hinschießen. Das ist der Cursor, der verändert sich dann auch dementsprechend. Das ist ein krasser Indicator, genau. Hier sehen wir es weiß und wenn ich jetzt aber nah an mich rangehe, guck mal, dann wird es auch schlechter. Aber ist es, wenn du dich schnell bewegst mit dem Cursor, ist er dann auch... Er wird halt irgendwie, genau, er wird größer. Nach außen hin einfach nur größer. Ja. Oh, da ist schon radioaktive Strahlung, das haben wir gehört. Und deswegen heißt es auch Sievert, oder? Aha. Weil Sievert ist ja die Einheit zum Strahlenmessen. Ist es tatsächlich, ja. Wir haben ein Geigermesser, den hören wir, den sehen wir aber nicht so genau. Nee, aber naja, gut, wenigstens hören, ne? Das ist schon mal was, ja. Hier könnte ich drauf ballern, dann soll ich mal einmal ballern, oder? Warte mal. Baller mal mit meiner... Man muss auch einfach in so einem Spiel, muss man auch mal ausprobieren, wie es funktioniert. Genau, mit meiner kleinen Pistole mache ich jetzt aber erstmal. Ja, aber das. Ach so, vielleicht war das. Ich weiß nicht genau. Das ist vielleicht einfach nur, dass das nicht kaputt geht. Stimmt, dass das rot ist, weil du kannst es halt nicht zerstören. Ja, hier genauso. Betonklötze kann man, glaube ich, auch nicht zerschießen. Oh, alle. Da ist auf jeden Fall viel Strahlung. Ja, alle Gegenstände. Auch oben links haben wir so vier Symbole. Ich glaube, das rechte ist dann für Radioaktivität. Genau. Das links davon ist dann Wasser, dann wiederum Essen und dann Energie. Also so, weiß ich nicht. Von dieser Blitz, dass so Energie... Ja, gute Frage. Aber was ist dann Energie? Weil HP ist halt Leben und Energie ist dann Zauberkraft. Mana. Magisch. Ich weiß da nicht genau. Das finden wir noch heraus. Hier schreibt auch gerade jemand, hier die Unterhosenwichtel schreiben. Wow, weil er bei Zero Noob wird. Und wir hatten ein Format Escape from Noobkopf, wo Denzel mir Escape from Tarkov eben beigebracht hat. Okay. Und wenn das schon geschrieben wird, vermute ich, dass es tatsächlich sehr Tarkov-ähnlich ist. Und alles lässt darauf auch vermuten. Sind schon sehr ähnlich. Ja, nur das ist halt einfach andere Perspektive und kein Multiplayer. Zumindest bisher noch nicht erkennbar. Vielleicht kommt das ja auch noch. Vielleicht kommt das auch noch. Ich wollte es gerade noch mal gucken. Hier kann man auch nicht mehr Infos zur radioaktiven Verseuchung kriegen. Das ist wohl echt, wenn sich dieses Symbol da... Ah, doch, hier bist du mal hier. Nicht verstrahlt. Okay, 15 wäre ein Problem. Immer ganz links auf dieses Blitz. Ja, stimmt. Was ist das? Gut aus. Die Ausdauer ist es dann. So wie viel... deswegen müssen wir schlafen wahrscheinlich. Ja. Okay. Satt, alles klar. Und durstig oder hydriert. Ja. Fantastisch. Beste Voraussetzung, was ist nochmal unsere Option? Auf solchen Gebiet rumzulaufen. Ja, oder? Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn in, ich will sowas wie ein, hier komme ich nur ins Menü, ich will sowas wie mein Journal, hier J für Journal, weil ich will mal nochmal gucken, was ist denn nun unser Auftrag?
Überlebe einmal auf der Karte Wald. Okay, wir sind ja schon da. Eliminiere fünf Wölfes auf der Karte Wald. Okay, wir müssen auf jeden Fall fünf Wölfe töten. Ja. Ich habe auch schon einen gehört. Irgendwie. Ja, ich auch tatsächlich. Ich baller den Kollegen sofort nieder, wenn ich ihn sehe. Was ist das hier? Bist du ein Wolf? Oder ist ein Hase oder sowas? Ah ja. Oh, was war das? Oh. Oh, was? Oh, warte mal, was knallt denn da? Aber wo genau? What? Da fängt's auch schon an. Die Hasen liefern sich hier schon eine Schießerei, du. Ich bin nicht im Wald ja auch irgendwie. Das ist die reinste Anarchie auch zwischen den Tieren. Ja. Ja, man kennt das ja eigentlich aus jeglichen Franchises, die mit diesem Atom-Setting spielen, dass es meistens dann so mutierte ja, Super-Viecher genau. gibt, was natürlich in echt überhaupt nicht so wäre. Drei Augen, drei Arme und so haben. Ja. Hier, es verändert sich auch von der Farbe her, das Symbol. Oh ja, wo sind wir jetzt? Null. Etwas ah, gut. Ah, bis, ja, wir haben bis 15 geht, also. Guck mal, hier ist Schluss. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Okay. Das Geräusch, das macht er noch so ein bisschen fertig, weil man weiß die ganze Zeit, ja, ist nicht gut gerade. Nee, ist nicht gut. Aber vielleicht können wir, ich glaube, unten war noch ein bisschen mehr Wald. Oh, hier sind irgendwelche... Das sind wahrscheinlich überlebende Banditen oder so. Und hier sehen wir es, hier ist es so. Ja, okay, das ist nämlich genau dann das. Genau, das ist auf jeden Fall cool. Macht's aber die sind aber bewaffnet, ich glaube, ich habe Angst. Wir sollen ja auch nur Wölfe töten, genau. Vielleicht machen wir erstmal das Mindeste. Wir wollen ja nicht direkt overperformen. Tun uns ja jetzt auch noch nichts. Nee, weil sie uns wahrscheinlich auch einfach noch nicht gesehen haben. Ich vermute aber, da wurde rumgeballert tatsächlich. Das kann sein, dass die einfach auf sich selber auf die Luft oder irgendwie. jetzt frage ich mich, kann ich auch in so Häuser hier gehen? Oh, jetzt bin ich drin. Cool. Süß, okay. Ah, krass. Und da kann man dann auch Loot oder so sammeln wahrscheinlich. Ja, Loot, hier haben wir es doch. Und hier, guck mal, der braucht eine Zeit lang zum Durchsuchen. Mhm. Finde ich auch cool. Ein Schraubenzieher ist immer geil, oder? Wir haben ja vor allem sehr viel Platz. Ja, ja. So Schrottmaterial kann man bestimmt verkaufen später. Wir können auch, glaube ich, nicht nur... Ich glaube, man kann auch craften ganz viel. Es gibt nämlich in der Base auch eine Werkbank, an der man dann auch zum Beispiel Munition oder Ausrüstung craften kann. Und ich glaube, da wird dann halt so Schrottmaterial auch noch sehr interessant. Ich denke auch, ja. Fantastisch. Schlüssel? Zum Technik-Lan-Mischung. Kann ich das mit Rechtsklick? Okay. Ich glaube, ich kann Shift drücken. Shift. Dann... Ah, warte mal. Nee. Guck mal, er wählt den so gegenüber. Rotieren, aufteilen. Link Control, warte mal. Link Control, Fast Shift. Fast. Das andere Shift. Was haben wir jetzt hier eingesammelt? Ein Panzertape, immer geil. Feuerzeug. Tracker. Okay. Das ist ja das Survival-Kit eigentlich. Wasserstoffperoxid, ey. Ja, das will man doch als erstes finden. Also nicht das Wasserstoffperoxid, aber den anderen Stuff. Ja, schön. Okay, das war cool, dass man in Häusern auch so Loot finden kann. Ja. Ich glaube, das... Ich glaube, das war's hier, ne? Auch, ja. Fühlst du dich ready für so eine entweder Zombie- oder Atomapokalypse, wenn das jetzt kommen würde? Also ich glaube, da hast du schon mal drüber nachgedacht? Sehr oft, also, ich finde das einen sehr spannenden Gedanken. Habe ich nämlich auch. Ich denke nämlich sehr, also schon öfters darüber nach. Und ich mache mir auch sehr viele Gedanken ganz einfach darüber, wie würde das ablaufen, wie die Zombies, oder wenn es Zombies geben würde, wären das so schnelle Zombies, wären es nicht so schnelle Zombies. Das ändert ja alles, genau. Welche Geschwindigkeit haben die erstmal? Das wäre schon scheiße, wenn die halt alle so schnell sind. Aber auch wenn es langsame sind und es sind super viele. Ja, wenn es dann viele werden. Das ist dann auch richtig kacke. Aber hast du mal ein paar Folgen Walking Dead gesehen, diese Serie? Ja, bis Staffel 5, ja. Und bis Staffel 5, ich auch ungefähr bis dahin. Das ist auch nicht schön. Genau, aber da habe ich schon so oft gedacht, so Mann, die stellen sich dabei, die gebissen werden, die haben sich immer doof angestellt. Ja, also diese Zombies werden mir am liebsten, weil selbst in großen Horden würde ich halt sagen, gut, die Horde ist noch 10 Meter entfernt, ich gehe halt in die andere Richtung und dann bin ich auch schneller. Also weiß ich nicht, die finde ich sagt ganz dankbar. Ja, stimmt. Dings ist damit. Ja, genau, wenn da jetzt gleich einer aus dem Gebüsch gesprungen kommt und den Kopf abreißt. Was ist da? Oh, das ist ein Wildschwein. Was ist das da denn? Jemand? Bestimmt ein radioaktiver Superpilz oder so. Ja. Das sieht mir sporig aus. Ja, ich glaube, da so. Es wird Abend, oder? Guck mal, es ist gerade dunkler geworden. Ja. Oh, hier ist eine kleine Siedlung, sehr gut. Ich könnte uns ja gleich pennen legen. Wie sieht es denn bei uns her? Sehr cool, wenn man da auch nicht müde. Okay. Oh, mit 64 ist man aber schon, hat man keine Ausdauerregeneration mehr. Man muss sehr, sehr fit sein. Ah, okay. Und hier ist so dichtes Gestrüpp. Hier komme ich übrigens nicht durch. Da muss ich immer außen rumgehen. Da kann man nachher auch was kaputt machen vielleicht, um reinzukommen. Vielleicht, ja. Aber nochmal auf die Zombie-Sache zurückzukommen mit der Zombie-Apokalypse.
Ja, ist echt die Frage, wie man da halt vorgeht, ne? Weil dann ist nachher eigentlich keiner mehr so dein Freund und man ist dann im kompletten Überlebensmodus und ist ja auch mit Essen und Trinken, das schon heftig, weil so 2 Wochen, okay, kann man vielleicht mal überleben, aber was danach? Eben, eben. Und man sagt ja auch immer, die größte Bedrohung sind die anderen Menschen und gar nicht unbedingt die Zombies. Und da mache ich mir auch viel mehr Sorgen für. Und wo ich mir halt auch so Gedanken machen würde, ist auf jeden Fall, wenn man sich verletzt. Oh ja. Das Verletzen, weil mich selber verarzten, so ein Pflaster drauf kriege ich auch noch hin. Aber wenn du so eine richtig eklige, offene Wunde hast, das ist doch scheiße. Und das entzündet sich. Also deswegen, also... Das sind so die Sachen, wovor ich, glaube ich, so richtig Angst habe. Und dann wirst du dann doch mal gebissen ins Bein, dann musst du dir das sofort selbst amputieren. Genau. Also da hätte ich auch gar keinen Bock. Also also schon irgendwie ein scheiß Szenario. Also lieber eine durchgezechte Nacht als ein Bein selbst amputieren. Aber das sowas ist ja wohl absolut klar. Selbst uns beide eigentlich. Oh, Entschuldigung, ich bin rausgetappt, weil ich mich dilettantisch verdrückt habe. So. Wir haben ein Messer und eine Zange. Eine Zange. Ah, ich hatte auf den Dosenöffner geholfen. Auf den Dosenöffner. Oh, warte mal, jetzt. Ich krieg die Dosen nicht auf. Ja, das verstehe ich nicht genau. Hier ist einmal jetzt ausgegraut, weil wir es wahrscheinlich gelootet haben und aber ich weiß halt nicht, wie ich es auswähle. Tab oder so? Tab probiere ich mal. Tab ist direkt Inventar. Nee, jetzt habe ich eigentlich alles. Oder mit Pfeiltasten? Pfeiltaste, genau, auch eine gute Idee. Mausrad ist es. Aber die Leute sind auch auf jeden Fall sehr, sehr schnell im Helfen, weil wir wurden direkt, bevor wir es gecheckt haben, darauf hingewiesen, dass das da unten übrigens auch immer alles steht. Ah, und sie eben das mit Shift und so gefragt haben. Ja, ja, okay. Alkohol, geil. Das ist ein Muss. Medikit, auch mega. Ja. Verband. Oh, noch ein Feuerzeug. Nicht, trotzdem Glühbirne, klar. Geiger Müller-Zählrohr. Zählrohr. Geiger hätte ich jetzt auch noch gerafft. Geiger zählt, okay, vielleicht müssen wir uns das zusammenbauen. Vielleicht. Dass wir da auch noch die Sachen für finden. Ja, ein besserer Geigerzähler oder so. Wer weiß, weil eigentlich haben wir ja einen dabei. Übrigens, im Wald gibt es manchmal Verstecke, du bist schon an einem vorbeigelaufen. Ah, okay. Okay, dann müssen wir da mal mehr aushalten. Aber ich habe natürlich auch noch Angst. Ich bin ja noch... bin ich voll bei dir. Absolut nicht drin. Und wer weiß, ob das Versteck... das, was ich eben für einen Sporenpilz gehalten habe, nicht eigentlich ein Versteck war. Also, da geht da ja... Es ist ja auch ganz normal, dass es da grün rausquillt. Aus dem Versteck, ja. DVD-Laufwerk. Jetzt wird es langsam kritisch. So, brauchen wir in der Apokalypse ein DVD-Laufwerk? Vielleicht kann man es, ja... Also ein Schlauch, ganz klar, den brauchen wir. Sonst lass doch erstmal einfach alles mitnehmen und falls wir dann nachher keinen Inventarplatz mehr haben, dann sortieren wir aus. Können wir das? Ja, ich glaube schon, bestimmt. Ja, nehmen wir erstmal alles mit, würde ich auch sagen. Vielleicht können wir das auseinanderbauen, um Kabel zu kommen oder so. Wer weiß, ja. Kissen bestimmt auch zum Craften. Geil, eine Hantel ist mir ein bisschen zu schwer. Bleiben, aber. Ja, aber pass mal auf, hier haben wir jetzt fast 15 Kilo von 24 und sollten wir wirklich eine 2-Kilo-Hantel mitnehmen? Nein. Wofür brauchen wir die? Mit der können wir auch nicht viel craften. Wie kriegst du die auseinander, frage ich mich. Nee, dann lass, okay, die Hantel können wir, glaube ich, da lassen. Übrigens, wofür brauchen wir den Schlauch? Ganz klar, der Bierhelm. Ich habe auch dran gedacht. Oder an den Trichter, ne? Ja, oder an den Trichter. Jetzt brauchen wir nur noch einen Trichter. Stimmt. Ja, das finden wir schon noch. Eine Schere, Schere, wo wir wieder beim Verarzten sind. So, ja. Nagel, auch gut für die DIY-Projekte. Maßband. Maßband. Müssen Nagel. Können. Nice. Ja, gut. So, bis es halt so schwer wird, weil ich glaube, uns wird gar nicht so dieser Platz, den wir links sehen, ausgehen, sondern eher das Gewicht wird nehmen. Aber ich glaube, das ändert sich auch nachher mit den Rucksäcken vielleicht. Wenn man vielleicht einen größeren Rucksack hat, mit mehr Gewicht auch vielleicht. Na klar, wenn wir den Schulrucksack endlich losgeworden sind. Das ist ja für so einen kleinen Hubschlag. Wer ist das denn? Oh nein! Oh Gott! Oh, ich habe ein Achievement direkt bekommen. Ich habe auch direkt Leben verloren. Ein Was Ghoul war das? Ghoul. Ghoul. Gott. Hohes Fleisch. Ja, nehmen wir mit. Du hast Verstrahlung. Nee, weiß ich, das hat alles Vielleicht können wir das aber... Tentakel eines Ghouls. Ich nehme alles mit, du hast einfach erstmal mit und vielleicht können wir das ja... Also ich weiß nicht, ob sich Strahlung rauskochen lässt. Gute Frage. Aber ich muss hier erstmal weg, weil die ganze Zeit hat es am toten Ghoul gestrahlt. Das hat mich komplett beim Looten gestresst. Da muss man schnell entscheiden. Kann man so ein Auto aufmachen? Nee, okay. Dann rein da. Frage ist, kann man in den Betten, wenn es da Betten gibt, schlafen? In den? Gute Frage tatsächlich. Weil wenn es jetzt immer dunkler wird, würde ich das doch wirklich gern tun. Ja. So, Feuerzeuge haben wir zwar... Brechstange. Oh, das ist bestimmt schwer, ne? Holzenschneider. Oh, der ist aber leicht. 0,2 Kilo. Ich dachte, sowas wäre schwerer. Ein Föhn ist zum Beispiel schwerer. Den brauche ich eigentlich schon. Den musst du eigentlich schon mitnehmen. Meine Frisur. Oh, ja, ja. Gewöhnliche Cola. Vielleicht mit abgestandenem Wasser. Ja, kann man vielleicht... Verdorbenes Brot. Nee, das brauchst du wirklich nicht. Also, nee. Nagel finde ich aber so lecker.
Oh, wir haben nur noch 6 Kilo übrig. Also jetzt auch nicht mehr so viel Platz allgemein. Ne? Sehen wir eigentlich eine Uhrzeit irgendwo? Ich gehe nochmal kurz ins Inventar. Nee, wir haben keine Uhr. Wahrscheinlich müssen wir erst eine Uhr looten. Ja. Wir haben auch schon HP jetzt verloren. Du hast ein bisschen HP da durch den Ghoul. Hast du da, der hat dich ein bisschen angekratzt. Ja, tatsächlich. Ja. Ich verarzt mich aber erst so bei der Hälfte, würde ich sagen. Weil wir, nein, da brauchen wir noch nicht. Haben wir Verbandszeug und so gefunden. Da unten ist eine brennende Tonne. Sowas gehört in jeder Apokalypse. Sowieso. Oh, da ist noch einer. Der Wichser. Oh, ich muss nachladen. Oh nein, da sind zwei. Oh shit. Ich bin direkt tot. Shit. Kann ich nachladen? Oh shit. Ich bin schon tot. Da stand noch ich blut. Okay. So schnell stirbt man. Das war mir nicht klar. Ich war auch nicht vorbereitet auf die leere Waffe. Ja, und wir haben angefangen mit Anfänger, mit Einstieg. Ja, ja, boah, ach du meine Güte. Ja, ja. Das ist ja peinlich. Naja. Das ist gut, dass wir nicht anders angefangen haben. Ja, wirklich. Okay, haben wir jetzt unsere Sachen verloren? Ich denke schon. Wir haben den Loot verloren. Genau, also wir wurden einfach quasi eher zurückgesetzt hierhin, würde ich sagen. Okay. An einen neuen Versuch starten. Aber gefühlt wirkt es immer noch dunkel. Das heißt, vielleicht ist die Zeit dennoch vergangen. Wir können mal reingehen, gucken vielleicht. Wir können mal gucken, weil eben hatten wir 11 Uhr irgendwas und wir können mal gucken, wie viel Uhr es jetzt ist. Um einfach mal zu den Betten gehen. Das kommt davon, wenn man sich nicht verarztet. Ja, vielleicht habt ihr recht. Da hast du wohl recht. Ja. ach nee, hier waren die Betten. da würde ich auch gerne schlafen, da ist bestimmt warm. Hier war das, was ist das hier? Ich glaube, da enden wir, wenn wir nicht schlafen. Das sieht das echt aus. So, hier ist eine Couch, nicht wirklich schon. Da konntest du auch schlafen. Aber ja, an der Couch, ja, ich will so ein schönes Bett natürlich. So, weil jetzt haben wir nämlich 16 Uhr okay, jetzt irgendwas. Eine Frage. Dann wäre doch so 12 Stunden Schlaf eine feine Sache. Bis ja, also es muss ja langsam wieder hell werden, ne? Genau, deswegen. Ach komm, fangen wir schön an zu schlafen, ein paar 12 Stunden, dann sind wir wieder aus. Aber guck mal, jetzt starten wir hier natürlich recht. Ja, wenn wir natürlich dann, dann müssen wir vielleicht mal gucken, vielleicht können wir jetzt zum Barkeeper. Kannst ja Essen verkaufen. Ja, wir hatten ja auch ein bisschen Rubel und so. Ja. Aber ich würde tatsächlich noch so 2 Stunden mehr schlafen, damit es zumindest schon eine Morgendämmerung ist. Weil ich glaube, da wäre es noch... Schön 14 Stunden Schlaf. Ich sag ja. Das ist der Vibe. Das ist ein geiler Vibe. So, jetzt gehen wir zurück hier. Noch waschen morgens. Ach Quatsch, wir sind in der Apokalypse, das brauchst du wirklich nicht. Da riecht man sich eh nicht mehr. Eben. Hunger und Durst stehen. So... Ach, guck mal, das... Kostet auf jeden Fall. Ja, das ist auch teurer geworden. Aber gut, wir haben ja von... Jetzt hat wir auch mehr jetzt. Stimmt. Wir haben jetzt Hunger. Durst. Okay, aber ist noch nicht so viel im Gesamten gewesen, weil wir haben 7000 irgendwas. Haben wir eben Geld gelootet? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, weil wir hatten eigentlich 7000, oder? Hatten wir 7000? Du meinst, wir hatten 3000? Ja, am Anfang, aber vielleicht haben wir dann noch was bekommen. Das kann halt sein, ja. 3000 Rubel, das ist ja nicht... Bin also, drin. Die Wetten. Ja, hat er eben gewonnen. Miesen, okay, aber wir sind noch ausgerüstet. Gut, dann ist auch noch leicht dunkel jetzt. Genau, halt so Morgendämmerung. Genau. Aber wer weiß. Ist es vielleicht auch so wintermäßig? Weil da ist ja auch immer länger. Stimmt, dunkel. Ja. Aber es sind Blätter in den Bäumen, wobei es sind Tannen. Ja. Sind natürlich auch im Winter, man weiß es nicht. Ich will fort. Wir wollen auf jeden Fall jetzt die Wölfe töten. Ja, also wir haben ja vor allem noch gar keinen gesehen. Nee, wir haben nur diese Ghule gesehen. Okay, es scheint in so einer Siedlung schon ein bisschen gefährlicher zu sein, weil da vielleicht Ghule hausen. Ja. Außerhalb dessen haben wir die zumindest noch nicht gesehen. Wie, ich krieg hier schon Strahlung in der Sequenz hier, oder was? Im Zug. Eieiei. Okay. Gut. Wie sieht das denn aus? Okay, wir sind aber wieder bei Null. Immerhin. So, dann suche ich jetzt erstmal ein bisschen den Wald ab. Konzentrieren wir uns mal nicht zu viel auf den Loot, sondern versuchen mal unsere Mission. Haben wir die eigentlich noch, die zu erledigen? Die müssen wir, glaube ich, noch haben, ja. Ich denke auch, aber ich will einmal gucken. Da, erste Schritte. Ja, erste Schritte, die haben wir noch. Okay. Also überlebt haben wir jetzt natürlich noch nicht. Irgendwelche Statistiken, okay. Gucken wir uns lieber in Sicherheit an, weil ich stehe ja mitten im Wald. Kann ich da ist auf jeden Fall ein Wildschwein, aber das ist kein Wolf. Nee. Auch ein Wildschwein. Oh, die greifen. Oh. Ich hatte nicht nachgeladen. Ähnlich was. Ich bin direkt schon wieder an irgendeinem ersten Wildschwein gestorben. Ich habe da wurde es auch direkt predicted. Tod in 3, 2, 1. Sag mal, wie schwer ist denn das Spiel? Ich habe gehört, Wildschweine sollen auch wirklich eklig sein. Die sollen krass sein, ja. Aber das ist ja auch in Real Life so. Den ja, wirklich. Nee, will man nicht, aber... Boah. Ja, RIP. Ich habe nicht daran gedacht, dass natürlich meine Waffe jetzt noch nicht geladen ist. Eben hat man mir das noch vorhin gesagt. Ich lade dich immer direkt hinten nach. Und jetzt auch direkt die Pistole noch als Zweitwaffe nachladen.
Damit wir nämlich beim nächsten Mal mache ich das, wenn. Ja, kannst du wechseln dann, wenn die auch genau. Sein sollte. So schnell war ich eben noch nicht. Als hätte ich noch nie ein Videospiel gespielt, aber Leute, ihr kennt das. Es ist aber auch, glaube ich, anders von der Steuerung her, dieses mit dem. Das ist auch, glaube ich. Das stimmt schon. Ja. Wobei trotzdem das Nachladen und die Waffen wechseln, das ist in die Standardtaste von jedem Shooter. Ja. Also das könnte das man Zielen schon haben. Das Zielen ist halt anders. Genau, nur das Zielen ist anders. Wort gab ich dabei. Was bringt das eigentlich? Verstrahlung halt das. Sehr gut. Klassisch russische Medizin sozusagen. Schön. So, ja, versuchen wir einfach nochmal unser Glück. Komm. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Ja, wo könnte man das nochmal sehen? Das konnten wir hier, glaube ich, immer noch nicht sehen. Nee, das konnte man nur beim Besten. Egal, wir gehen, glaube ich, einfach rein. Vielleicht einfach rein. 13 Wölfe auch nackt in der Nacht aktiv? Sein. Oh, stimmt. Das könnte auch sein, ja. Gute Frage. Aber wir suchen das mal weiter. Wir gucken mal. Ja. Eieiei. Leute. Ach. Naja. Ich glaube, du kannst Space. Achso, ja, schon. So ich hab kurz den Chat gelesen. Achso. Ich dachte, vielleicht haben die noch einen richtig geilen Tipp oder so. Haben die nämlich meistens. Gut. Jetzt, weil wir haben viel gelernt natürlich trotzdem durch Tode. Ja, denn wir lernen, Ghule sind scheiße. Wildschweine. Alles ist eigentlich erstmal scheiße. Eigentlich alles, was da so ist, ist nicht gut. Genau, aber ich habe vor allem gelernt, wenn ich das Wildschwein schon spotte, mich vielleicht dann nicht so nah da hinzubegeben. Genau. Weil gerade wenn wir sie nicht töten müssen, dann müssen wir auch keine Munition jetzt an die verschwenden. Ja, auch kostbar. Eben. Ganz viele. Ach, hier ist aber jetzt auch direkt schon. Das Ende dann, glaube ich. Ende, ne? Genau. Hier, da ist ein Hase. Ah, Mann, wo sind denn die Wölfe? Also, die sind ja. Oder ist es irgendwie. Oder ist es, Geheimsprache für Ghule. Wenn wir gleich was killen, können wir mal gucken, ob der Counter trotzdem nach oben gegangen ist. Wer weiß. Das ist halt wirklich die Frage, wie. Also, ich würde jetzt einen Wolf einfach nur da im Wald vermuten, so. Dass er da rumläuft, sich nach einem Kaninchen Ausschau hält. Und dann kommst du in die Ecke und schnallst ihn ab. Oh, guck mal, hier ist so rot. Oh. Derzeit verwenden. Warum habe ich das jetzt. Y zeigt mir, welche Munition. Ja, du kannst, glaube ich, auch zwischen den Munitionen wechseln. Rechts ist jemand. Oh, tatsächlich, da ist ein Dude. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Es wurde auch schon wieder geschossen. Ja, und hier oben ist so rot. Hier ist bestimmt irgendeine verstrahlte Zone. Guck mal, hier ist so ein Kristall. Geh mal hin. Oh, ich glaube, Kristalle muss man sammeln. Wirklich? Ich glaube. Kristall ist ja auch gut. Oh ja. Soll ich mal auf ganz vorsichtig hier. Ja, Loot. Dauert ein bisschen. Feuerkristall. Nehmen wir mal mit, klingt geil. Oh, was steht da hinten? Im Dezember? Irgendjemand hat was gesagt. Da hinten ist noch ein Kristall gewesen. Ja, aber ich will hier nicht so in die Mitte. Guck mal, hier sind so überall so Flammen und so. Aber hier ist gar nicht schlimm. Doch, hier sind einige. Aber der ist auch ein Dude. Ah, Vorsicht damit. Okay. Meinst du, der redet mit uns? Ich glaube nicht. Also vielleicht ist der auch lieb. Es gibt auch nette NPCs. Bestimmt. Und es gibt auch böse, die uns halt nichts Gutes wollen. Aber ich will das gerade nicht unbedingt herausfinden. Ja, nee, dafür sind wir schon jetzt. Wir wollen jetzt die Wölfe endlich noch finden, eigentlich. Aber irgendwie sind da echt gar keine Wölfe gerade. Also meistens startet so ein Let's Play an mich selber mit so einer ganz hohen Erwartung an mich selber. Und die wird dann aber nach den ersten 10 Minuten ins unermesslich Niedrige gesenkt. Und jetzt will ich erstmal die Tutorial-Quest. Erste Schritte, genau. Die würde ich gerne in diesen 2 Stunden erfolgreich abschließen. Mehr erwarte ich schon gar nicht mehr. Aber wir schaffen das schon. Die zweite, komm, zur zweiten schaffen wir. Ja, zur zweiten wäre schon geil. Ja, man braucht ja hochgesteckte Ziele im Leben. Ja, genau. Aber es holt mich auf jeden Fall schon ab. Also mich frustriert dieser hohe Schwierigkeitsgrad jetzt gar nicht. Er hat mich lediglich gerade überrascht. Also ich bin da einfach ein bisschen dilettantisch rangegangen, weil ich dachte, ach, 2D, wie brutal kann es sein? Genau. Und so. Man denkt, das ist ganz simpel, aber es ist dann doch schwerer, als man denkt. Ja. Ist eigentlich eine feine Sache, so eine Herausforderung. Nur weiß ich nicht. Oder wir knallen jetzt einfach mein Kaninchen ab. Einfach mal just for the experience. Einfach mal ein Kanickel umballern. Ja, lass mal machen. Ich nehme aber die Pistole dafür. Weil irgendwie, muss man ja auch mal irgendwie in der Apokalypse ein bisschen rumschießen. Absolut. Zu zeigen, wer der hier das Sagen hat gerade. Vielleicht ist, ich gebe ganz kurz nochmal, hier stehe ich ja gerade recht sicher, in das Journal. Vielleicht steht ja Wolves auch für diese Gegnertypen, weißt du, vielleicht heißt irgendwie die andere Fraktion Wolves oder so. so eine Gang, die da rumschreit. Die Wolves. Ja, ich weiß nicht so genau, weil ich bin halt einfach so irritiert, dass wir einfach noch gar keinen gesehen noch gar nicht, haben. Ja. Und was wir ja schon gecheckt haben, ist, dass die Map jetzt auch nicht riesengroß ist. Wir kamen schon ein paar Mal an. Aber vielleicht sind sie auch wirklich nur nachts unterwegs.
Weiß ich nicht, ob das halt so ein Ding ist. Das finde ich crazy. Als erste Mission direkt in der Nacht raus. Die ist ja meist gefährlicher. Und haben wir überhaupt schon Lichtequipment? Habe ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen. Und vor allem, was macht man dann? In der Nacht sieht man ja üblicherweise bei einem Spiel, was auf Realismuswert legt, überhaupt nichts. Ja, das stimmt. Da ist dann zappenduster. Absolut. Da sind keine Wölfe. Hm. Ich mache jetzt hier die Kanickel-Aktion. Ja. Aber die sind auch schnell, du. Alter Falter. Ja. Oha. One-Shot? Ist weg? Weiß ich nicht so genau. Wo ist es? Ja, es ist kaputt. Ja. Das würde ich jetzt auch nicht überleben, so ein Schuss. Hasenfell und Fleisch. Ist auch ein bisschen verstrahlt, aber passt schon. Ja, nehmen wir das mal mit. Entstrahlen wir dann zu Hause. Jetzt wechsle ich wieder auf meine AK oder was das war, weil... Hier, das wird geschrieben, die sind halt random. Die liegen im Rudel auf dem Boden rum. Okay. Ja gut, dann müssen wir einfach ein bisschen Glück haben, dass wir so ein Rudel haben. Übrigens sehr geil, dass man so einen Chat halt einfach auch dabei hat, weil... Wir helfen da einem schon. Ist das nicht? Das ist, glaube ich, ein Baumstamm. Sieht nicht nach einem Rudel aus. Kannst du einen Warnschuss abgeben? Ja. Also einen, ne? Mach ich mal. Ja. Jetzt ist das gar nichts. Haben wir mal probiert. Aber wir können noch mal in ein Haus rein, noch mal looten. Ja, machen wir das doch einmal. Weil wir haben den ganzen Loot ja auch eben... Hallo. Wölfe können auch einen am Anfang schnell umbringen. Da ist ein Versteck, stopp, wird uns gerade gesagt. Okay. Dann gehe ich nochmal müde zurück. Ah, ist das vielleicht ein Versteck, was wir gerade Vielleicht, haben? Genau. Dann lernen wir mal, was ein Versteck ist. Das was auch haben was. Wir denn? Nagel, Schraubenmutter. Oh, Zigaretten. Schraubenmutter. Und verdorbenes Brot. Naja. Haben wir die Zigaretten? Plus die Verstrahlung Fernverstrahlung. Ja, das heißt... Spannend. Einfach mal schlechte Sachen nehmen, um Schlechtes wegzumachen. Ja, Schlechtes bekämpft Schlechtes. So. Ja, genau. Mathematik minus ergibt Plus. Plus, geil. Ja. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich in Mathe verstanden habe. Ja, wirklich. Das ist auch immer das, was ich schlau zitieren kann. Achso, ich wollte zurück zum Versteck. Ja. Fast vergessen. Oh, da ist er. Ja, sehr schön. Ich war ums er kann aber nichts. Vorbeigeschossen. Haben wir. Tentakel eines Ghouls. Die analysieren wir zu Hause im Büro. Im Labor meine ich. Vielleicht ist das echt ein Versteck. Ich geh mal hin. Aber wo ist das Versteck? Balle rechts vom Hur. Vom Haus wahrscheinlich. Das hier. Ah, das ist das Versteck? Tatsache. Ein Versteck. Sehr gut. Eine Axt. Ein Hammer. Ein Hammer. Das ist ja der Hammer. Das ist der Hammer. Noch ein Hammer. Einer reicht mir. Und noch eine Hantel. Hantel brauche ich auch nicht. Was ist das? Kohle? War das gerade... Muni. Geil. Supersonic. Oh, da sind auch nochmal Munitionen. Teilrohr ist mir zu schwer. Nochmal Zigaretten. Ja. Und das ist auch nochmal Munition. 60 Schuss. Sehr gut. Abgelaufene Medizin, egal. Besser als. Wirkt nur nicht mehr so gut wahrscheinlich. Ja, Schrottmaterial. Das Rohr weiß ich nicht. Nimm erstmal mit. Ja, komm, Rohr nehmen wir mit. Aber jetzt vielleicht irgendwas nachher. Irgendwas craften mit. Ja, oder nur zum Kloppen benutzen. Oder zum Kloppen. So, man sieht, ich gehe inzwischen sehr vorsichtig vor. Ich bleibe auch mal stehen, mich erstmal um. Ist das hier ein Versteck? Nee. Vielen Dank übrigens. Ich hätte das Versteck als solches nicht direkt gerafft. Nee. Das ist uns hier natürlich. Ich auch nicht. Das ist der Pilz wieder. Ich nenne das der Pilz. Aber ich glaube nicht, aber ich gehe diesmal mutig dahin. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben den Regen damit getriggert. Nee, keine Ahnung. Wir haben HP ver... Ja, weiß ich nicht. Könnte auch durch den Kampf eben sein. Aber wirkte nicht geil. Soll ich mal eine abgelaufene Medizin nehmen? Ja, mach mal. Ich will aber auch einfach... Wir wollen Wölfe eigentlich finden und die einfach mal machen. Ne? Ja, aber ich will jetzt auch, weil das Sterben war jetzt ja nicht super schlimm, ein bisschen Dinge herausfinden. Ja. Für die Leute, die sich jetzt vielleicht überlegen, ich kaufe das und dann haben die schon ein paar Infos direkt. Wie nehme ich das denn? Kann ich das überhaupt nehmen? Nee, guck mal, das ist vielleicht gar kein Gegenstand, um ihn zu konsumieren. Okay. Was haben wir denn oben links eigentlich noch da, die ganzen Sachen neben den Flaschen? Über dem Brot, was ist denn das eigentlich? Erste-Hilfe-Set, genau. Wie würde ich das denn zum Beispiel nehmen? Weil, genau. Kannst du das... Benutzen. Ah, Rechtsklick, wenn ich was benutzen kann. Und hier geht halt gar kein Rechtsklick. Ah, okay. Die ist halt wirklich einfach abgelaufen. Die kann ich wahrscheinlich verkraften. Welche aber schreiben bei hier Fernglas? So. Haben wir Fernglas irgendwo? Habe ich noch nicht gesehen, ne? Weil der Chat schreibt Fernglas. Das ist auch geil. Ich habe gesagt, ich gehe vorsichtig vor. Geht weiter, ohne nachzuleiten. Habe ich wieder vergessen. Upsi. Ich nehme jetzt hier mal das Erste-Hilfe-Ding, einfach um zu sehen, wie viel bringt es. Dauert natürlich auch ein bisschen.
aller Realismus. Danach. Hast du dich jetzt geheilt? Ja, mach ich gerade. Ich bin gerade dabei. Ich verspreche übrigens danach, dann nachzuladen. Es hat ja gefühlt gar nichts gebracht. Oder es braucht so ein bisschen. Bis ja, kann sein, dass noch eine Wundheilung da. Vielleicht haben wir auch einfach, warte mal, ich gehe nochmal in dieses Menü. Vielleicht gibt es ja auch so was Körperliches. Also, dass man so sieht, so irgendwie, ich habe geblutet gerade. Und das, ja, das genau. Habe ich jetzt erstmal überhaupt verarzt. Deswegen gucke ich mich hier einmal um. Oh, hier gibt es eine Map. Wir haben eine Map auf jeden Fall. Abholpunkt. Abholpunkt, hier komme ich also wieder raus. Es ist gar nicht die... Es gibt also zwei Stück, oben und in der Mitte links. Oben ist auch nochmal einer. Ach, hier ist einer, ja, genau. Okay. Ah, hier sehen wir übrigens den Geiger. Bandagen heilen nur Blutung. Ah, das war eine Bandage und ich hatte vielleicht auch gar keine Blutung. Okay, aber es ist komplexer als ja, voll. Zu denken. Fraglich ist nur so ein bisschen, wo ich das dann sehen würde. Ob es mir dann direkt angezeigt wird oder ob ich nur mal so einen Screen habe. Also könnt ihr gerne mal schreiben, wenn es so einen Screen mit irgendwie einem Buddy oder so gibt. Komm, hier geht. Ein Hase. Hey du. Hey du. Ja, moin. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich will mich mit dir unterhalten. Ich will was wissen. Genau. Wer bist du? Wer bin ich? Wer bist du, dass du einfach so in mein Haus kommst? Pah, tut mir leid. Ich bin Besuch nicht gewohnt. Mein Name ist Igor und ich bin Jäger. Zumindest war ich das mal. Oh, nicht einer von denen, die sich heute Jäger nennen. Ich habe schon vor der Katastrophe Tiere gejagt. Ich habe mein treues Mosin mit Schalldämpfer und eine TOS 34 dabei. Oh, denk nicht mal dran. Wenn du die haben willst, musst du mich schon umbringen. Das will ich noch nicht. Was hast du hier alleine zu schaffen? Nach der Katastrophe kamen diese Typen, die mit den grünen Overalls, wie aus einem dieser Science-Fiction-Filme. Ich sollte denen folgen. Die meinten, sie hätten irgendwo in einem Bunker ein sicheres Plätzchen gefunden. Fraglich, ob das vielleicht unsere Kollegen sind oder irgendwelche Feindchenfraktionen. Ja. Ich habe schon immer hier gelebt. Ich wollte nicht fort. Also habe ich denen gesagt, sie sollen sich verpissen. Boah. Und habe mit meiner Flinte gewedelt. Einer der Wichser hat mir ins Bein geschossen und dann haben die mich hier zurückgelassen. Er hieß, ach ja, Bogdanov oder so. Gefreiter Bogdanov nenne ich den jetzt. Hab meinen Namen gehört, als die anderen ihn aufgehalten haben. Mein Bein ist verheilt, aber nicht komplett. Ich kann kaum auf die Jagd gehen. Einer der Wichser hat mir ins Bein geschossen. Sehr, sehr geil. Ich habe übrigens auch gerade irgendwie so einen Ghoul-Wichser genannt und habe dann kurz reflektiert so, weiß ich nicht, ist das cool, hier jetzt Wichser zu sagen? Und jetzt macht es das Spiel selber und dann... Im Endeffekt ist es auch ist egal. Freifahrt, scheinbar, jetzt ist ich sagen. Das Ding. Ach, schön. Wie war es... Hier vor der Katastrophe. Ein Wunder. Es gibt ein Dorf mit dem Wald. Die Bewohner waren praktisch alle Holzfäller. Dann beschloss irgend so ein Genie direkt daneben ein verdammtes Sägewerk zu bauen. Gut fürs Geschäft, könnte man vielleicht jetzt sagen. Aber wenn, wegen dem Lärm konnte nachts niemand mehr schlafen. Wir beschwerten uns, aber gegen diese verdammten Geschäftsleute kommt man ja nicht an. Nach dem Unfall im Atomkraftwerk gingen manche mit dem Soldaten fort, andere blieben. Vor einiger Zeit wurde das Dorf von Banditen angegriffen. Keine Ahnung, was die Leute da gemacht haben. Ich weiß nur, dass danach keiner mehr zu mir gekommen ist. Okay, aber der ist recht gesprächig. Er hat auch eine Aufgabe. Kann es auch eine Aufgabe geben. Okay. Ich kann zwar die erste nicht mal geschafft. Nee, aber damit ja. Mein Bein ist noch immer nicht richtig verheilt. Dank meiner Erfahrung komme ich irgendwie trotzdem noch durch den Wald. Könntest du mir etwas Medizin besorgen? Es würde schneller heilen. Okay. Da können wir uns hier nach irgendwas Krasses aussuchen. Annehmen. Aktiv. Okay, er ist aktiv anscheinend jetzt. Genau, aber ich hatte ja auch was dabei. Ich habe vorhin gesehen, die Belohnung ist 3000 Rubel. Der hat nicht 3000, sondern die Belohnung ist 3000. Verstehe, okay. Stimmt, hier steht es ja. Ja, genau. Okay. Es gibt auch ein Rufsystem und Erfahrung und so. Wir haben ja was dabei, deswegen vielleicht können wir es Ihnen direkt geben. Ich wähle mal kurz einen Test, weiß ich was aus. Ich weiß allerdings überhaupt nicht, was hier mit mir was bringt. Ziel. Oh, auch die Waffe verschleißt. Wie cool. Wie cool. Jetzt die Frage, ob wir das jetzt halt nehmen können schon. Waffe. Was nehmen wir denn? Ja, die Waffe ist erstmal im Zweifel wichtiger als die Rüstung. Aber was ist der Unterschied jetzt zwischen den? Zwischen den beiden, ne? Jetzt musst du die Waffe Hauptslot ausrüsten. Klicke dann mit der rechten Maustaste. Ja, das ist der das Reparaturkette, benutze den Gegenstand und das andere. Ja, da steht das Gleiche, aber guck mal, die haben da rechts unterschiedliche Werte. Ja, nee, die sind gleich. Ah, ich glaube, es geht darum, welche du damit reparieren kannst. Ach, tatsächlich, ja. Ja. Gut, was haben wir jetzt? Aber das kann ja insgesamt mehr Typen
als das und trotzdem die, die da stehen. No. Ah, nee, nicht alle. Ich nehme mal das, weil ich glaube, ja. Ich glaube, wir können es erstmal einfach eins nehmen. Mal gucken. Mal Belohnung so. Erhalten. Aha. Okay, nee, ich wollte. Also doch keine, ja. Genau, ja. Gehen wir nochmal ins Inventar. Weil das hier zählt dann anscheinend nicht. MedKit T0. Ja, ja. Vielleicht gibt es einen Gegenstand, der direkt Medizin heißt. Vielleicht, ja. Naja, okay. Mal gucken. Vielleicht sind ja mittlerweile Wölfe gleich draußen gespawnt. Ja, hoffentlich. Dann lassen wir erstmal den Igor. So, es regnet. Ich frage mich, ob das auch, ob es hier auch sowas wie Geräusche gibt, die eine Rolle spielen, also dass uns Gegner dann irgendwie nicht so schnell hören oder so. Ja. Schauen wir mal. Bin auch immer noch verwundet. Natürlich könnte man jetzt hingehen und so ein Erste-Hilfe T100 da nehmen, aber wo bliebe da der Witz? Stimmt. Ja, sind ja sehr gefährlich unterwegs. Eben. Und es käme so verschwendet vor, wenn man erst so wenig verloren hat. Ja, das ist wie als wenn du in einem Game oder so. Das, bist du auch so ein Mensch oder so ein Typ, der bei 29 von 30 Munition nachlädt? Ja. Voll. Oder? Das macht einen richtig fertig. Absolut, ja. Außer in so Spielen, die das dann bestrafen, dass du dann nur noch so halbvolle Magazine immer hast. So. Also immer so, und dann stapeln sich diese unterschiedlichen Magazingrößen. Genau. Und da nervt es dann und da achtet man dann drauf, die möglichst leer zu schießen. Weil man dann später jede Bullet einzeln umsortieren muss halt. Und bist du auch so ein Typ, der, wenn es so Consumables eben gibt, wie jetzt ein Erste-Hilfe-Kit oder irgendwelche Potions, der immer denkt, ah, die könnte ich ja irgendwann noch gebrauchen. Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, dann hast du da halt wirklich den Laden komplett, voll. Komplett. Was war das auch wieder irgendwas Schlechtes, diese grüne Dings? Ach, das da. Ja, also ich glaube, das ist der Exit-Point tatsächlich. Stimmt. Ich gehe nochmal auf die Karte. Guck, da bin ich jetzt direkt. Ah, das ist der Abholpunkt, okay. Genau, der Abholpunkt. Und irgendwo müssen doch Wölfe sein. Mein Gott. Also wirklich, die sollen in Rudeln rumchillen. Ja. Achso, habe ich jetzt mittlerweile eigentlich nachgeladen? Ja, okay, nice. Naja, cool, wenn die auf Geräusche oder, also jetzt gerade wäre es cool, wenn die auf Geräusche reagieren würden und uns auf und zulaufen. Das wäre super, ja. Dann hätten wir wenigstens Wölfe. Nachher wäre das vielleicht nicht mehr so toll. Ja. Da ist wieder ein Wildschwein. Nee, damit will ich nichts zu tun haben. Hasen sind cool. Krieg Flashbacks. Halt echt, ja, das hat uns ja Insta gekillt. Ja. War nicht schön. Und ich dachte hier, die Kollegen mit Schusswaffen werden unsere ärgsten Feinde, aber nee. So, hier sind wir in diesem Dörfchen wieder, wo wir, glaube ich, eben schon waren. Da ist einer bewaffnet. Oh, stimmt. Sollen wir einfach mal einem in den Rücken schießen? Also, for the experience. Ja, der ist tot. So, aber vielleicht war das auch ein Freund, wissen wir nicht. Oh, der hat einiges dabei. Gorbatschowko. Nee, wie heißt der? Gorbatenko. Gorbatenko. Tut mir leid, Gavrila. So, Messer. Oh, eine neue Panzerung hier. Was haben wir denn da? Die haben eine cool sichere Weste. Haltbarkeit. Okay, so, müssen wir ein bisschen vergleichen. Die wirkt ähnlich. Nahkampf 11%. Das hat die und Anfälligkeit 10%. Klasse 2? Ja, beides Klasse 2, ja. Aber falls das kaputt geht, ne? Vielleicht haben wir dann noch einen Ersatz. Denkst, wie viel die wiegt halt auch 3,5. Ja, ist schon crazy, ja. Ich will die ganze Kohle. Der hat echt viel dabei, ja. Krass. Und hier Wasser ist bestimmt auch geil. Nee, abgestandenes Wasser. Nee, wir haben frisches dabei. Was ist das? Verdorbene Milch. Das ist eine ganz schlechte Idee. So was hat er gesoffen. AAA-Batterien. Ja, das ist immer geil. Schrauben oder ein... Boah, der hat aber viel dabei. Der will viel kraften. Oder ich glaube, so Schrottmaterial kannst du mitnehmen. Schon geil, ne? Nudeln. Ja. Hammer haben wir schon. Wasserstoffperoxid. Das ist immer gut. Verband. Ja, der ist auch sterilisiert. Hier, der hat eine Shotgun, ne? Glaube ich, auch mitnehmen. Verbraucht... Okay, verbraucht aber nur 4, nicht 8. Wie unsere Waffe. Ich glaube, links ist das Munition. 117. Nee, das Rubel, aber das nehmen wir doch sofort mit. Aber guck mal, wir sind übrigens fast voll hier, ne? Mal gucken. Die Waffe und so wiegt wahrscheinlich auch viel. Ja. Wir haben halt noch nicht so ein richtiges Gefühl dafür. Oh, die Salami ist noch ganz frisch, die nehme ich mit. Was halt viel wiegt. Nee, und vor allem, was man auch wirklich braucht. So. Ja, also klar, ich glaube auch, das sind alles Crafting-Materialien, aber da wir ja noch nie gecraftet haben. Wahrscheinlich gar nicht mehr da hinkommen, wenn großartig. Uff, ist das schwer, ja, okay. Wenn ich zu viel mit mir rumtrage, bin ich langsamer. Ja, aber noch geht es, würde ich sagen. Dieses Geräusch. Ich glaube, das ist nur das Durchsuchgeräusch, aber es klingt immer, als würde sich jemand aus einer Hecke stürzen auf uns zu. Okay, hier ist Crafting-Material drin. Ich lasse das alles mal da, weil wir schon so voll sind. Ich würde gern... Oh, das ist ein Rabe oder sowas. Eine Krähe. Naja. Eine Scheiße.
Wolf. Wolf. Hä? Haben wir die getötet dabei? Meinst du? Wir können ja mal ganz kurz in unseren... Auf Journal. Nee. 055. Das war der. Das war der, die getötet. Ja, blöde Penner. Mann. Der, die ersten Wölfe sind gleich tot. Er klaut uns die weg. Na toll. Gut, dass wir den gekillt haben. Das war sicherlich der richtige Schritt. Ja. Und der hat uns, deswegen waren dann nirgendwo Wölfe. Ja, ich glaube auch. Alle mitgenommen. Ja, die alle weggesnackt. Hier ist auch noch ein riesiges Gebiet. Das würde ich auch gerne einmal durchlooten. Echt? Achso. Armer Wolf. NPCs scheinen sich zu bekriegen, ja. Kann ich verstehen. Ich frage mich übrigens, ob sich einfach mal lohnt, so einen Exit-Punkt gleich trotzdem schon mal aufzusuchen, unseren Loot zu Hause abzugeben und dann einfach wieder zurückzufahren, weil das Fahren... Das ist ein Ghoul. Ghoul, ja. Hab ich auch gerade nichts zu tun. So nachgeladen? Natürlich nicht. Ha, sehr gut, dass natürlich du... Natürlich nicht. Ich kenne nicht. Ja, eben. Gut, dass du dein Auge drauf hattest. Hier rechts in dem Gebiet auch schon mal. Weißt du, es ist ja vielleicht ganz schlau, alles mal abzugeben. Dann fühlt sich der Tod gleich auch nicht so blöd an. Und ich weiß auch nicht, was so die Voraussetzungen sind. Ich hatte schon das Gefühl, wir können schon immer wieder hier hinfahren. Ich glaube schon. Ich glaube, jetzt sind die Sachen auch noch umsonst hinzufahren. Ich glaube, ab bestimmten Gebieten musst du nachher Rubel zahlen. Ach so, okay. Um verstehe, ja gut. Dann ist es jetzt vielleicht echt noch eine dankbare Entscheidung, das so rumzumachen. Man muss sowieso mehrmals in die Gebiete. Ja. Okay, ja dann. Dann, was ist denn jetzt los? Da war ein kleiner Flammenwerfer oder so. Oh, das hat mir auch echt viel... Das war eine Falle oder so, glaube ich. Ja, mein Gott, es gibt Fallen. Ja, offenbar. Ja, lass mal zurück. Ja, lass mal zurück, bevor wir gleich wieder abkratzen. Ach. Und alles wieder für die Katzfrau. Das wäre doof. Aber wirklich. So, dann gehe ich mal straight den Weg zurück, den wir gekommen sind. Denn da war ja der Exit Point eben. Schnauf. So viel Gewicht. Kostet mehr Energie. Ja, klar, klar. Ja. Was war das? Jemand immer ballern. Eine Krähe, die ist mir richtig geil gerade. So. Ah, da waren wir eben. Dann gehen wir doch hier auch zurück. So. Mehr Batterien, gleich mehr tragen. Batterien, okay. Oh, hier ist wieder ein Gegner, den dodge ich mal eben, weil auch gerade keinen weiteren Encounter. Weißt du, wo du hingehst? Ungefähr, ja. Ich hab so im Kopf, aber ich guck vielleicht mal kurz auf die Map. Ja, aber ich war auf dem richtigen Weg. Oh, das knallt irgendwas. Ja. Kann man da rüber gehen, über das Wasser? Nee. Das ist so Seefluss. Genau. So. Die werden wir jetzt hier abgeholt, weil hier ist jetzt ja kein Zug. Keine Gläser hier oder was? Nee, komischerweise mal nicht. Ja, machen wir gleich in einer kurzen Pause. Ein Getränk. Wäre ganz lecker. So, jetzt haben wir mal überlebt. Das erste Erfolgserlebnis, würde ich sagen. Da kriegt man auch mal ein bisschen mehr Erfahrung auf. Kriegt man Erfahrung, das leuchtet mal grün anstatt rot. Ungefähr verdiente Rubel. 12.000? Was? Das ist ja voll viel. Was? Vielleicht so der Wert schon überschlagen von dem, was wir gelootet haben, was, wenn wir es verkaufen würden oder so. Nein. Bin mal gespannt. Wir drücken mal auf weiter und gucken mal ganz kurz, wie das aussieht. Sind wir hier? Teilaufgabe abgeschlossen, stand da. Warte mal. Ich glaube, ja, weil es darum geht, zu überleben in dem Gebiet und dann wiederzukommen. Ach so. Erste Schritte. Ja. Eins von eins. Okay, das heißt, das haben wir jetzt schon mal. Verstehe. Nur die Wölfe bleiben aus. Okay, dann würde ich einmal kurz... Also das haben wir alles noch dabei. Das heißt, wir müssten das jetzt händisch verkaufen. Frage ist, wo verkaufen wir das jetzt? Beim Barkeeper oder gibt es da extra einen Punkt? Das ist wirklich... Oha, hast du gesehen, was er gesagt hat? Nee, was hat er gesagt? Oha. Aber nicht nur das, er hat eben die Mutter beleidigt von dem anderen. Von dem anderen, ja. Aber... Ja, wer ist... Die Pösken, also, ne? Wäre es meine gewesen, hätte ich jetzt hier rumgeballert. Ja, auf jeden Fall. Frage ich mich übrigens, ob ich das kann. Soll ich es mal ausprobieren? Damit du einen Krieg anzettelst, alle gegen uns. Nee, geht nicht. Okay, ist eine Schutzzone. Ja. Das wäre schon... der einzig sichere Punkt auf dieser Welt und wir fangen da Krieg an. Ich versau mir den. So, hier ist anscheinend ein Doktor, dem ich Sachen, von dem ich zumindest wahrscheinlich handeln kaufen kann. Kann ich auch Stuff verkaufen. Also interessiert er sich für eine Salami zum Beispiel. Nee, warte, die will ich selber. Hier aber so ein rohes verkaufen Fleisch. Für, ja, du kannst verkaufen anscheinend. Dann kriegt er jetzt mal hier den Scheiß. Angebot 120 würde der, okay. Das hält er vom Hammer. Ich weiß noch nicht, wofür ich den Stuff
brauche. Deswegen würde ich tatsächlich einfach mal alles verkaufen. Was wir verkauf haben. Einfach sonst mal, verkauf einfach mal die ganzen Sachen, auch Materialien und so. Die genau, wir wissen ja noch nicht, was wir... Feuerkristall, der ist sehr wertvoll übrigens. Vielleicht behalten wir den als einziges. Ja, vielleicht kann man da noch was... Oder ist das nur zum Verkaufen? Das ist die Frage. Wir nicht. Komm, wir verkaufen einfach erstmal alles. Zack. Vor allem, wir haben den Stuff ja auch häufiger gesehen. Genau. Hasenfell. Zigarette. Einer schreibt, der hat schon uns gemeint. An einem Eingang. Ja, ja, okay, wahrscheinlich halt echt. Ja, die haben sich ja schon mal über uns lustig gemacht. Ja, Essen weiß ich noch nicht. Schlau, jetzt Essen zu verkaufen. Das brauchen wir vielleicht gleich. Wie sieht es denn hier aus? Sehen wir das gerade? Nee, leider nicht. Zigarette entfernt, Verstrahlung finde ich auch geil. Verdorbenes Brot ist sowas, das braucht man nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie lange das hält oder wie das überhaupt mit dem Verderben läuft. Die Tentakel. Ja, ich glaube, wir können das erstmal alles da. Abgelaufene Medizin, das ist ja eh ein Schrottmaterial und das behalten wir. Ja, Munition ist geil. Ja. Waffe auch. Redesiter auch nice. Ja, sowas können wir behalten. Das ist alles geil zu behalten. Ja, dann verkaufen wir einfach mal. Warum sollten wir dem Rubel verkaufen? Weiß ich nicht. Was passiert denn? Warte mal, da steht jetzt. Rechnen sich das 1:1 hoch? Wir machen das rein da und dann. Ja, komm, rein damit. Ja. So, dann können wir uns hier was Geiles kaufen. Oh, der andere wollte ja Medizin. Finden wir hier vielleicht was, was nur Medizin heißt? Strahlungspillen gibt's auch. Verband. Wir wissen nämlich nicht genau, was er wollte, ne? Die Blut. Auch geil. Die Erste-Hilfe-Set. Was ist denn das ganz links eigentlich? Das hier meinst du? Medikit. Das macht wahrscheinlich alles auf einmal. Das wirkt teuer und crazy krass einfach. Sauger, Heilmittel. Ja. Okay, man kann anscheinend auch viel... Wow, das ist so Buff-Stuff, glaube ich. Easy. Ja, das ist geil. Für mehr Loot und so. Aber auch sehr teuer. 15.000 Rubel. Ich glaube, ja, 15. Waren es 15? Also nee, oder wir haben 15.000 und es kostet 45.000. Das wäre jetzt natürlich noch nicht. Geh mal rechts hin. Nee, verstehe ich nicht. Nee, verstehe ich auch nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Ich nehme mal hier ein Erste-Hilfe-Kit mit in der... Oder ein einfaches Medikit in der Hoffnung, dass es das ist, was der Typ haben will. Oder meinst du, er will einen er will bestimmt. Nimm mal einfaches Medikit mit. Ja. Was noch? Ach so, weil. Ja, das können wir nicht. Das können wir nicht. Das können wir nicht. Das geht nicht, okay. Wir hatten so wenig Ruf. Ey, das ist ja spannend. Krass, okay. Erste-Hilfe-Set. Hab ich das eingepackt? Wo ist es? Ach, hier, ja, genau. Das können wir kaufen. Okay. Dann kaufe ich mal eins und dann machen wir. Oh, guck mal, aber wir haben jetzt schon Verlust gemacht, weil es so teuer ist im Gegensatz zu dem Schrott, den wir egal, wir machen es. Tausend Meilen. Lass uns die Sachen mal kaufen. Ich glaube, dann wollen wir kurz eine Werbeunterbrechung machen. Ja, so eine kleine Pause wäre schön. Eine Pause. Dass wir uns hier nämlich die Gläschen auch holen können. Und dann tauschen wir vielleicht nochmal. Vielleicht mal und dann werde ich nicht besser sein. Genau. Aber das machen wir. Dann moderierst du jetzt ab in die Werbung. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder. Kurze Werbeunterbrechung und dann bis gleich. Macht euch bereit für die RBTV-Zeit. Wir brauchen eine Show, wo wir sie alle reinschmeißen. Darf der kleine Colin schon Kaffee trinken? Heute guckst du den ganzen Tag Filme! Filme! Die ganze Zeit! Chat macht weiterhin die besten Gags. Einfach, wie immer, einfach so ein richtig schöner Mann. Oh. Wir sollten alle Spiele so steuern, das ist so gut für Thumbnails. Das ist Hammer, ja. Was geht bei euch? Oh, ja, 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 komm! Es geht doch ein bisschen! Ja, ja, ja! Und durch! Yes, yes! Ja, und durch! Yes! Dankeschön. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Zero Sievert mit Walle und mir. Und ja, jetzt bin ich an der Reihe, mal ein bisschen das Ganze zu spielen. Mal gucken, ob ich halt mehr Glück habe, die Wölfe zu finden. Was wir gerade schon besprochen haben, wir müssen uns auf jeden Fall heilen gleich. Wollen wir es jetzt schon direkt machen oder wollen wir... Würde ich sagen, oder? Ja, dann heilen wir uns das mal direkt. Genau, weil wir haben in unserer kurzen Success, also Pause herausgefunden, dass man bei dem Doktor auch heile mich. Wir können auf heile mich drücken und dann können wir uns für... ja. Insgesamt 189 Rubel, was... Ja, finde ich ein Schnapper. Ein Schnapper. Ja, wirklich. Also, ja, das ist ein Schnapper. So, dann sind wir auch wieder geheilt. Und guck mal, von Strahlung kannst du dich auch befreien lassen. Bräuchten wir jetzt vielleicht noch nicht, weil die noch nicht so hoch war, aber 22 ist ja nichts. 22 ist ja nichts. So. Ich meine, bisher dealen wir mit Tausenderbeträgen. Genau. Rüstung reparieren. Ah, okay. Wir können auch Rüstung reparieren. Cool. Kann nur Rüstung Klasse 4 oder niedriger reparieren, okay. Hm, na gut. Brauchen wir das? Nee.
Brauchen wir nicht. Rüstung, das brauchen wir nicht. So, ich würde mal sagen, wir gehen auf jeden Fall jetzt dann einmal schlafen. Das ist bestimmt auch nicht schlecht. Wir haben es jetzt 17.20 Uhr. Hm. Es ist natürlich, kommen mitten in der Nacht natürlich raus, oder? Ja. Ja, vielleicht sind die Wölfe ja morgens noch aktiv. Ja. Aber ich weiß halt auch nicht, wie viel man sieht. Weiß ich, ob sie... Okay, naja. Vielleicht könnt ihr mal schreiben, wenn ihr es wisst, ob es eine gute Idee ist, nachts rauszugehen. Ja, ja, ob es irgendwie sinnvoll ist oder ob wir gar nichts sehen. Ja. Wenn wir das machen. Wir können ja auch nochmal zum Barkeeper gehen. Ich muss mich auch mal ganz kurz hier zurechtfinden. Bei dem Barkeeper noch. Was für ohne Rüstung unterwegs? Haben wir jetzt gar keine. Ich glaube, die ist nur ein bisschen beschädigt. Du kannst ja gleich mal ins Inventar. Genau, hier ist doch die ist das ja. Haben wir ja eine kugelsichere Weste. Genau, und die, da Haltbarkeit 98%. Also ah, die ist auch super fit. Ja. Wir haben auf jeden Fall eine kleine Rüstung. Was können wir eigentlich mit ihm handeln? Wir können hier auch... So ah ja, so Lebensmittel. Mhm. Er kann uns auch... Molbaro. Geil. Das ist stark. Ja, voll. Das ist ziemlich stark. Okay, Wodka und also ein Kram. Okay, sowas kann man denn hier auch kaufen. Nachts ist es dunkel. Das hilft mir weiter. okay, nee, wer kommt? Wollen wir sonst einfach rausgehen nachts einmal? Ja, um es mal gesehen zu haben, ja, oder? Also dann gehe ich jetzt aber nicht schlafen, oder? Oder, na, warte mal, was haben wir hier? Wobei. Wir müssen, glaube ich. Ja, wir ja. Oh, doch, wir müssen. Ich würde auch sagen. Okay, wir wissen natürlich nicht, wie... Gehen wir bis um 4 Uhr schlafen? Ja, und dann gehen wir einfach mal direkt raus. Ja, dann wird es halt wenigstens langsam raus, genau. Hell in der Zeit. Das könnte halt auch eine sehr schlechte Idee sein. Zumal, wenn es halt wirklich wollt, vor allem von euch wissen, wie dunkel es ist. Ja. Wenn es so stockfinster dunkel ist, dann seht ihr im Stream halt ja, nochmal genau. Extra wenig. Aber wir wahrscheinlich auch. Wir müssen auf jeden Fall erstmal noch was essen wieder. Ja, YouTube. Haben wir irgendwas im. Nee, wir können halt mal die Sachen aus unserem Inventar verbrauchen. Weil ich weiß halt nicht, ob die ablaufen, ne? Ja, das ist die Frage. Was kann man die denn. Sollen wir einfach mal verbrauchen? Ja, mach mal. Dann haben wir auch mal was aus unserem Inventar gegessen. Okay, wenn man isst, dann kann man auf jeden Fall nicht mehr seinen Mauszeiger bewegen. Ah ja, geil. Ja, macht ja Sinn. Etwas hungrig. Ja, ein bisschen was gebracht. Aber wir sind auch sehr durstig. Also so eine... Ich würde jetzt, glaube ich, aber erstmal das Brot nochmal futtern. Besser, ne? Und dann, weil es halt Wasser verbraucht, wenn du ach ja, futterst. Sehr sinnvoll, ja. Und ich auch so gedacht. Deswegen genau, zack. Und dann können wir hier nochmal eine Wasserflasche brauchen. Übrigens, liebe Leute, könnt ihr mir mal einen Gefallen tun? Kann mal einer von euch, ist natürlich fraglich, wie ihr euch da absprecht, vielleicht auch alle ganz kurz, einmal in Florentins Stream gehen und gucken, was der genau da macht und was der spielt. Denn, was ihr vielleicht nicht wisst, genau hinter euch, hinter der Kamera, da sitzt Florentin gerade nur durch eine dünne, alte Wand getrennt und wir hören ihn die ganze Zeit brüllen. Ich habe Angst, dass mich ein Ghoul anschaut. Ja, wirklich. Und ich bin langsam zu interessiert daran, warum brüllt Florentin? Was ist da in diesem... Streamlos, jetzt schreibt ihr schon Warcraft 3 natürlich. Da brüllt man so. Das ist ja krass. Ich habe eine sehr blöde Vermutung, dass das genau so aussehen wird, wenn wir kein Licht haben. Ich glaube auch, dass man wirklich gar nichts sieht, ne? Wir sollten, also das reicht uns vielleicht schon als kurzen Eindruck, wie es außerhalb beleuchter Bereiche aussieht. Wir gehen einfach mal, ich will fort. Ah, du willst es einmal sehen? Okay. Ja, ich will es einmal sehen. Gut, gut. Ich will einmal sehen, wie es aussieht. Vielleicht dauert die Zugfahrt jetzt eine Stunde und dann ist leider alles gut. Warte, ich habe Angst, dass das jetzt ganz schlimm ist. Man sieht es. Oh nein. Ach, nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehe ja gar nichts. Wir haben auch keine Lampe. Nee, wir haben gar keine Lampe. Und der Abholpunkt ist da. Ich glaube, wir gehen einfach direkt zum Abholpunkt, oder? Wir können eine Markierung auch hinzufügen. Oh, cool, man kann Markierung hinzufügen. Dann kann ich nämlich. Ja, dann versuchen wir mal rüber zu tappen. Okay. Jo. Es war nicht das Spiel. Nee, es war nicht das Spiel. Nee. Okay, ich muss mal... Es war ein Windows-Ding, Leute. Ja. Ihr kennt Windows. Die spucken gern mal... Nachladen? Nee. Okay, ich würde einfach sagen, ich laufe jetzt einfach direkt... Ja, das ist eine gute Idee. Weil es ist doch ein bisschen sehr dunkel. Man sieht nämlich gar nichts. Ja, haben wir das auch mal gesehen, Leute. Wir wollten das ja für euch herausfinden. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, dass das, was wir sehen. Was ist da? Ich hab Angst. Mutti, hier ist die Grenze. Ja, man hat was gehört, ne? Irgendein Schuss oder ein Getrippel. Irgendwo, ah, da ist eine Wand, ja. Guck doch noch mal kurz auf die Map. Ah, da ist einfach ein Gebäude oder so. Nee, da musst du einmal ein See. Bist du links immer drum. Das ist das Haus am See. Ah, jetzt hast du es, ja. Oh, ein Versteck. In der Nacht. In der Nacht ein Geheimversteck. Das muss man nachmachen. Das ist ziemlich crazy.
Maßband, ja. Ja. Doch, wenn man das jetzt einfach... Geiler Scheiß zum Verkaufen. Alkohol. Na gut. Natürlich. Was? Nö. Munition. Hier. Schrotwaffe. Schrottwaffe. Also ich glaube, eine kaputte. Ja, okay. Ja. Es ist keine Schrot, es ist Schrott. Ja, Verband. Nehmen wir doch mit. Schrottmaterial. Das haben wir hier. Verdorbener Käse. Scrap Armor. Komm, wir gehen ja eh jetzt gerade. Ja, mit. Ich wollte gerade sagen, du kannst echt alles mitnehmen. Deswegen ist das auch eigentlich egal. Ja, ich glaube, weit hast du es auch nicht mehr. Ja, du bist ja, ziemlich ums Eck. Da vorne ist sogar beleuchtet, guck mal. Gott sei Dank durch so eine Flare. Gut, dass wir nicht gestorben sind, doch. Aber ich finde trotzdem gut, dass wir das Experiment gewagt haben. Ja. Und ich muss auch sagen, du bist sogar noch erfolgreich rausgekommen. Ja, zum Glück. Das war ganz schön gut. Wär echt doof gewesen sonst, ne? Ja, ich meine, ich hätte jetzt ja auch ein Wildschwein oder so attackieren können. Dann hättest du es noch nicht mal gesehen. Ja, genau. Und so. Dann hätte ich nicht mal gesehen. Niemals. Du hast es geschafft. Oh, guck, er hat mich schon wieder beleidigt. Ja, krass. Okay, aha. Okay, wow. Also irgendwann, ne? Vielleicht haben wir noch nicht genug Ruf. Vielleicht respektieren die uns hier noch nicht so, weil wir noch nicht krass gerissen haben. So, können wir das hier eigentlich auch direkt mal rüberpacken? Nochmal die ganzen Sachen, die gesammelt haben. Ja, gute Idee, den ganzen Müll da mal weg. Alkohol, ja, den können wir, glaube ich, eh nicht trinken. Warum auch immer. Verband hatten wir hier. Wenn das purer Alkohol ist und Wodka, ist ja noch eine Sache. Das haben wir ja da. Aber sonst wären wir nachher blind. Ich wollte gerade sagen, mich ins. Okay, ja, wir müssen schlafen. Weil wir haben ja keine Lampe. Und ohne Lampe wird es dann nichts. Da ist der Schiff. Genau. Dann. Ja, das reicht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so 8 Uhr. Ja, da wird es bestimmt. Ja, gucken wir mal. Ich denke, das reicht. Na. Okay, aber das Spiel versucht schon, wirklich alles zu simulieren, möglichst realistisch daran zu gehen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da darf man sich durch die Optik nicht täuschen lassen. Nee, auf keinen Fall. Also, es ist wirklich sehr komplex. Man darf nicht, also nur weil es halt 2D ist, also, es ist schon wirklich komplexer, als man denkt, dieses ganze Drumherum. Eben, man könnte halt argumentieren, es hat ja so eine liebliche Stardew Valley-Optik und so. Nee, aber ist schon. Ja, da fahren wir wieder an. Hast du es eigentlich mal übersprungen? Ja. Oh, okay. Das hätte ich mal gemacht. Schöne Animation, aber es reicht, die einmal gesehen zu haben. Okay. So, jetzt, ich drücke dir total die Daumen, dass du ein paar Wölfe triffst. Das wäre schön, ja. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal ein paar Wölfe treffen. Du sprintest hier auch direkt voll einen ab. Ja, ich bin so ein Sprinter immer. Egal in welchen Spielen, wenn es eine Sprinttaste gibt, eigentlich. Ich eigentlich auch. Außer wenn eben die Ausdauernummer so krass, also man so wenig hat. Die regeneriert sich sofort. Jetzt will ich eigentlich heraus. Oh, da ist ein Versteck. Oh, geil. Ja. Oh, Leute, wir haben richtig gelernt. Dank eurer fantastischen Hinweise. Guck mal, wir haben hier Munition. Wir haben hier noch mehr Schrottwaffen. Nicht so viel auf jeden Fall. Hätte ich mehr gedacht. Ja, okay, schon ein bisschen. Jetzt kriegen die. Ja. Es geht, es geht. Haben wir hier weiße Farbe. Streichhölzer? Immer. Und es wiegt halt vor allem nichts. Schrottmunition. Ja, wie willst du mit der Schrottwaffe schießen, wenn nicht mit Schrottmunition? Ist ja ganz klar. Ja, für Schrottwaffe brauchst du Schrottmunition. Das ist doch klar. So, jetzt müssen wir natürlich auch. Ja, da ist wieder ein Wildschwein. Nee, mit dem will ich auch eigentlich gar keinen Kontakt haben. Die brauche ich eigentlich nicht. Aber was ich genau. SP ist, wenn es. Also, wenn deine Ausdauer komplett runter ist, regeneriert sie aber sofort, wenn du aufhörst. In manchen Spielen ist es ja so, dass du dann so einen leichten Delay hast, dass es mal komplett die ganze Zeit so bleibt und dann erst regeneriert. Könnte hier aber auch noch sein, wenn du nicht mehr diesen Bonus hast, weil du genug geschlafen hast. Das kann sein, da ist das. Oh. Okay, sofort schießen, du musst sofort schießen. Wie schieße ich? Einfach klicken, genau. Kannst gedrückt halten. Ach so, okay. Hui. Ja. Oh, du hast dann Blutung, sehe ich. Nein. Aber bleib einfach mal hier stehen und guck dir das mal an. Oh, ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit zu gucken. Wir verbluten nämlich. Wir brauchen. Ich meine nicht den Loot angucken, sondern da oben auf diese Blutung einmal drüber hovern, ob da was ein Hinweis zu steht. Nee, ich glaube, wenn du. Genau da. Eins. Okay. Dann guck mal nach einem Wir haben hier einen sterilisierten Verband. Ja, den würde ich erstmal nehmen. Das klingt doch genau nach dem, was wir gerade brauchen. Ja. Ah, und da sehen wir auch das Leben. Geht hoch. Ja, okay. Wir haben jetzt Leben verloren. Das ist schade. Aber. Schweinhaut. Ich finde, das sieht übrigens aus wie eine Nase. Wenn du es anhaberst, dann wirst du eine Nase looten. Ja, wenn du. Ja, stimmt. Hab ich einfach mal die Nase geklaut. Ja. Rohes Fleisch. Nase? Ich hab deine Nase. Wildschweinpelz. Boah, ist schon geil, oder? Also. Achso, ist ja so. Hier wird kuschelig, genau. Kann man sich vielleicht irgendwie ein geiles Klamotten. War das Horn jetzt nicht? Ne? Wir sind ja zielfreundlich. Oh, es. Das war weiter weg, glaube ich. Ja.
Aber hast du den geheim versteckt oder hast du das schon? Ist das, was wir hatten schon? Gute Frage. Ja, das hat's ja schon. Okay. Also ich hab schon wieder eins. Gar nicht dahin. Nee, muss nicht. Hast du schon nachgeladen? Na, ja, vergiss dann schnell. Aber wir passen aufeinander auf, so, weißt du? Ne? Mit Buddy ist es sofort einfacher. Mhm. Weiß nicht. Gehen wir nach oben mal. Das ist doch neu. Sind das da rechts? Ist da rechts? Oh. Nee, nee, aber wir hören sie. Wir hören welche. Wir hören nur nicht genau, aus welcher Richtung. Ich sehe sie aber nicht. Genau, aber weit. Da ist doch was, oder? Können sie nicht. Da sind sein? Welche. Halt, echt. Ja, sehr gut. Kommt her! Das ist gar nicht so einfach. Ja, ja. Oh, die greifen auch an. Sehr gut, sehr gut. Okay, mal nachladen. Okay, nachladen. Da waren, glaube ich, noch welche, oder? Ich glaube auch. Sind die aber auch geflohen? Looten kannst du sie immer noch gleich, wollte ich gerade sagen. So, okay, ja, ja, ich bin direkt rein. Weil nicht, dass da noch einer dich dann in der Zeit attackiert. Ja, ich bin leider so ein Loot-Typ. Ja, ich auch. Direkt rein da. Aber man ist da schnell auch zu gierig. Nee, aber ich glaube, wir jetzt... Das waren, glaube ich, alle jetzt. Ist das gesaved? Ich glaube, die... Oh, nee, da. Das ist ein Rabe. Das ist ein Rabe, boah. Aber der wäre unsere Beute. Nee, nee. Ach, der lootet einfach jetzt für uns. So, weißt du, wir haben die Arbeit gemacht. Und Schweinerei. Der, so, wir haben hier noch Pelz, wir haben hier rohes Fleisch. Du hast gesagt, mit Mausrad, ne? Ja. Mhm. Das dauert auch echt, das alles zu looten. Mhm. Hat man auch echt Angst, dann angegriffen zu werden in der Zeit. Nee, total, weil man sieht ja nichts und so. Aber ich... Gut, das ist jetzt wahrscheinlich alles dasselbe, was wir hier rauskriegen, oder? Ja. Das Gleiche. Ja, aber nimmst du mal mit, vielleicht... Ja. Ja, ja, auch ja, egal. Egal. Wir haben jetzt genug. Dann nehmen wir die Sachen noch mit. Kannst du mal ins Journal gucken, wie viel wir jetzt haben? Ich glaube, es müssten 3 oder 4 sein. Ich meine auch, 3 oder 4... 4. 4. Ah, der Mann! Einer hat gefehlt noch. Ja, nicht, dass einer entkommen ist. Aber vielleicht denn. Oh. Das ist ein Ghoul. Ja, nee, wollen wir auch nicht. Die sind fies. Ja, die mag ich nicht. Das, kann man den Wolf essen? Und dann weiß ich, kann man den Wolf essen? Stimmt irgendwann, ne? Ja, ist halt ein bisschen verstrahlt, ne? Also. Ja, ja genau, und vielleicht muss. Die Strahlung halt weg, wenn du es brätst. Das ist eine gute Frage. Mann. Vielleicht, ich überlege gerade so, ob es sich jetzt auch schon wieder lohnt, nochmal zum Exit-Point, erstmal wieder Stuff weg, meinst, irgendwie kurz was essen, ja, heilen und so und dann den letzten Wolf nochmal in einer gesonderten Session. Ja, wollen wir das machen? Wäre ja, vielleicht nicht schlecht, zumindest das schon mal anzupeilen, wenn du auf dem Weg einen Wolf triffst, ja, ist ja geil. Gehen wir schon mal zum Abgucken, der ist ja gleich in der Nähe. Ja. Können wir mal schauen. Aber ich habe mir vorhin schon gedacht, so bestimmt ist es so, dass wenn die heulen, weil die haben ja so geheult. Mhm. Und es ist ja wirklich so, dass die dann da wirklich anfangen zu heulen und... Das sind 2 Kristalle. Nimm die mit. Die waren übel wertvoll. Ja, die bringen uns echt viel. Ja. Hier gibt's auch noch so viele. Oh, geil. Guck mal, da ist sogar noch einer. Wie nice. Wir sind reich. Ja, wirklich. Wir sind reich. Das sind auch Fallen, glaube ich. Ja, ja, ich glaube auch... Oh, oh! So schnell geht's. Walle, wir sind nicht mehr reich. Nein. Oh mein Gott. Nein. Scheiße. Wir waren so kurz reich. Oh nein. Wir haben uns so geil gefühlt. Oh, scheiße. Ah, das geht ja richtig schnell. Das ist ja... Ja. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Toll. Okay, gehen wir jetzt weiter direkt los oder wollen wir irgendwas Neues kaufen noch? Guck mal ganz kurz auf diese Werte da oben, weil das... das ausgeruht sind wir, hungrig. Geht, aber durstig. Ja. Komm, wir können ja hier beim Kurz essen, trinken, ne? Och Mann, ey, da haben... Ja. Aber, ja, mach das erstmal. Hunger und Durst stillen. Genau, das ist jetzt ja wirklich nicht so teuer. Ich frag mich gerade aber, ob... Dann können wir ja nicht mehr. Guck mal ins Journal, ob die Wölfe jetzt trotzdem gezählt wurden. Schon. Nee. Man muss nämlich trotzdem erfolgreich, und das war auch Teil der Idee, so lass mal lieber die Wölfe saven. Scheiße. Oh, immerhin haben wir es schon mal sie schon mal gesehen, aber noch nicht erfolgreich geschafft, die jetzt rauszubringen. So habe ich gerade ein bisschen mad. Das, ja, die ersten Wölfe. Oh. Ja, das ist gierig. Ist krass, genau. Ja, das Spiel bringt einen. Ja, bringt dir bei, sei nicht gierig. Genau, ja. Das mussten wir jetzt auf die harte Tour lernen. Und guck mal, wie realistisch plötzlich dieses Ziel geworden ist, dass wir haben jetzt noch 40 Minuten, dass wir in dieser Zeit vielleicht gerade unsere Wolfsmission schaffen. Ja, es ist. Okay, dann suchen wir jetzt die Wölfe. Wir gehen jetzt nicht mehr looten, wir suchen jetzt diese Wölfe. Ich will diese Mission jetzt. Ja. Will ich jetzt haben. Weißt du? Da ist jemand. Ja, wollen wir nicht. Wir wollen ja Wölfe haben. Und es ist auch echt viel Strahlung hier noch. Ja. Ne? Ich dachte anfangs auch, die wird unser größtes Problem werden. Ja. Und die ist bisher das Egalste, muss ich tatsächlich muss ich sagen. Da sind 2. Nee. Mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. 3 sogar. Alter, 3 Stück.
Das ist für vier. Nee, nee. Also, wenn ich da hingehe. Warum müssen wir nicht vier Wildschweine finden? Weiß ich auch nicht. Das hätten wir geschafft. Ja. Also, ja. Also ja, gut. Nee, das aber so gefunden haben wir sie schon mal. Stimmt, genau. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Okay, da geht's auf jeden Fall mal. Eieiei. Okay, was ist aber das denn? Sagen wir das nicht. Nee, das sind die Schienen. Ja, das sind immer die Bahngleise, genau. Ja, und dann geht es dann aber auch nicht mehr weiter. Es geht viel, es geht wirklich nach oben viel, mhm. Ne? Oh, guck mal ganz kurz mal auf die Map. Ja, oben ist Igors Haus auf jeden Fall. Ah ja, und können wir schon, geh nochmal ins Journal. Ja. Und dann auf Igors Quest, also nach... Sammle vier Verband, zwei Medikit und 10 rohes Fleisch. Was wir gehabt hätten. Fleisch. Ach, so hatten wir wirklich. Hatten ja, durch, ja, ja, ah, wir hatten ja... Okay. Ja. Naja. Gut. Eher spannend. Eher spannend. Okay, wir gehen einfach mal nach rechts, einfach oben, bisschen mehr hin. Ja. Ach man, ja. Ja, ja es ist die harte, kalte Welt da draußen. Ja. Ist echt krass, wenn wir jetzt schon erste Schritte so lange brauchen, das ja, lässt ja ein bisschen auf den Rest des Games schließen. Ja. Und wenn du dann halt davon ausgehst, dass die Leute dann auch noch, dass es dann noch Sachen gibt, die halt noch schwieriger sind, ja. Von dem schwierig, also ist ja krass. Tatsächlich. Eine Versteinertsteckdose, was man halt so braucht in der Apokalypse. Oh. Irgendwas ist da. Ja, hab ich auch gehört. Was anders. Ich weiß es nicht. Uiuiui. Aber da ist das am Brennen. Ja. Da solltest du einfach nicht reingehen. Nee. Wir haben hier, was ist das? Munition. Abgelaufene Medizin. Wir nehmen das jetzt einfach mal mit. Zack, zack, sowas. Und hier noch Nagel. Was ist das hier? Schraubenschlüssel. Mit Metallrohr. Komm, die anderen Sachen. Was war das noch? Haben wir Streichhölzer? Ja, nehmen wir. Ja, na klar. Und eine Verstellleiter. Also wenn wir, nee, also wir haben keinen Strom. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, so, hier gehen wir nicht hin. Machen wir nicht. Ist oder? Zwar verlockend, ist aber gerade nicht. Aber es ist verlockend, aber da sind auch viele Fallen. Ja, eben. Das ist das Ding. Hey, mach mal später irgendwann nochmal, wenn wir die Zeit haben. Wenn wir die Zeit haben, ja. Hier ist wieder ein Wildschwein, davon können wir uns nur nichts kaufen. Wo sind denn diese Wölfe, Mensch, wenn man sie braucht? Tja. Da ist ein Hase. Aber diesen Hase müssen wir haben. Nice. Können das Fleisch ja noch mitnehmen dann. Stimmt. Rohe Fleisch. Ja, dann können wir vielleicht gleich schon mal bei Igor vorbei. Das wäre auch schon ein Erfolgserlebnis. Ja. Weil, ich korrigiere, es geht mir nicht um die erste Schritte-Quest, es geht mir überhaupt darum, eine Quest abzuschließen. Ja, Essensreste. Seife. Teebeutel. Okay. Improvisiertes Medikit. Ja, erstmal mitnehmen. Schrottmunition. Zange. Nagel. Teebeutel. Essensreste? Nee. Lieber nicht. Ja, da sind auch wieder diese kleinen Flammen. Ja, pass auf. Da muss ich aufpassen. Ich check da nicht ganz, was es ist, ob das... Das sind glaube ich, einfach Fallen, wirklich. Genau, aber haben die Menschen gebaut oder ist das Teil so einer verstrahlten Anomalie? Frage. Weil diese Feuerkristalle sind jetzt ja auch nichts, was man bei uns im Hamburger Blumenbeet regelmäßig findet. So. Nicht? Also, noch habe ich keinen. Hast du meine Wunde schon am Bein gesehen? Okay. So ein brennendes Beet gelatscht von irgendeiner Oma. Hä? Wo? Was ist hier los? Hä? Ah, Entdeckung. Ah, ich habe die nicht gesehen. Ja, ja. Feigling. Ja, bin ich. Ja, würde ich aber auch. Also. Ja. Oh, das ist ein Stütz. Ja, weil ich. Ich muss noch gucken, dass ich halt da hingucke. Ja, und gucken, was da ist. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, da muss man sich dran gewöhnen. Nee, also da nehme ich lieber die Beleidigung mit als den Tod tatsächlich. Ja, da bin ich voll bei dir. Gleicher Meinung. Natürlich da ist noch mehr. Verlockend, da reinzugehen, aber ist noch zu früh. Wir sind noch nicht. Wir haben halt eine Waffe, wir haben kaum. Krass genug, ja. Nee, brauchen wir mehr. Wir brauchen auch wirklich gute Waffen vielleicht auch. Es gibt auch Aufsätze und sowas, womit du dann halt auch richtig zielen kannst. Ja. Was ist denn hier los? Das sind auch Banditen, ja. Was soll ich? Ja, ist die Frage. Töten wir jetzt einfach mal Banditen vorher noch? Weiß ich nicht. Also wenn man die, oh die Gott. Die töten nicht gleich. Ja, ja. Ich glaube, du musst entweder Gott. Wegrennen oder dich verteidigen. Ich will aber eigentlich... Vorsicht, aber links wären dann wieder die anderen. Ja, ne? Also, ich bin hier eingekesselt. Ja. Halt wirklich. Scheiße. Schwer da hochzukommen. Da, da sind sie, glaube ich, ne? Ja, aber auch, ja. Keine... Oh, ja, langsam die Radioaktivität. Ja, okay, das ist ja noch einiges.
drin. Herr Rasmus Ford schreibt gerade, Jäger sind echt knallhart. Anscheinend waren die, die dich beballert haben, als erstes Jäger. Ja, die wollen mich tot sehen, so. Ja. Ich bin da kein Pardon. Ich glaube, ich habe den einen auch eben nur so easy ausgeschaltet, weil der mich halt noch nicht bemerkt hatte und ich ihn einfach kaltblütiges Hinterhalt. Ich habe einfach hinterhältig in den Rücken geschossen. Aber so musst du es machen in der Apokalypse. Da gelten so keine ethischen Regeln mehr. Da musst du wirklich auf anderes achten. Frag keiner nachher, wie ethisch du warst. Eben, ja. Sind nur wieder Dinge. Mann. Ja, Wölfe scheinen irgendwie selten zu sein, oder? Irgendwie schon. Komisch, komisch. Das ist echt, da ist wieder so ein. Da ist ein Geheimversteck. Hast du gerade kurz Zeit, ins Journal zu gehen? Ist, ja, hier, genau. Ist hier okay, ja, ne? Also hoffe. Genau, geh mal auf Nachschub für Igor. Ein rohes Fleisch. Ah, ich wusste nicht, wie viele du gesammelt hast. 10 Stück brauchen wir dann. Das heißt, wir können ja erstmal auch. Dann lass doch die Quest auch erstmal abschließen. Ja, ne? Vielleicht. Dann lass uns ein paar Hasen töten. Genau, dann können wir die nicht mehr machen. Dann ist ja auch ein Rad. Ja? Da hat jemand ein Rad ab. Oh, ist das der Arbeitsspeicher, das zweite von links? CPU und da rechts neben? Nein. RAM. Das ist ja geil. Ja, bauen wir uns unseren eigenen Gaming-PC. Ja, haben wir das. Und dann zocken wir das Spiel in-game nochmal. Einfach, ja. Ey, das in der Apokalypse, dass man das einfach so findet. Hier noch ein bisschen so. Munition, immer gut. Und Blutungsgel, gut. Verdorbenes Brot, nee. Hier, Kabel. Oh, aber es wird empfohlen. CPU und RAM mitnehmen gibt halt Kohle. Also okay. Wird noch gebraucht. Hast Kabel du vielleicht? Kabel auch geil, klar. Lade bringt Dings. Und Rad kostet, es wiegt zu viel eigentlich. Ja, das. Und ja. Ein bisschen egal. Umständlich, jetzt so ein ganzes Reserverad dabei zu haben. Ist nicht immer ein Reserverad. Schön auf dem Rücken. Oh Gott, ja, immer schön auf dem Rücken mit sich tragen. Okay, dann wollen wir jetzt mal nach allem suchen, was. Oha, oh, da war gleich hohe Strahlung. Ja, glaube ich auch, ja. Ja. Dann gehen wir da besser nicht hin. Aber das Äquivalent zum Reserverad für den Menschen müsste ja dann der Reservefuß sein, oder? Ja. Muss ja immer so ein Alternativ. Ja, du hast vielleicht auch, ja, Reservefuß, Reservehand. Reserveschuh. Hast so ein Reserveschuh. Ey, ich stelle mir das so dumm vor, wenn du. Oh, du bist dann aufgehört. Vorbei. Wenn auf einmal so ein Reserveschuh einfach den ganzen auf dem Rücken trägst. War es leicht neblig jetzt geworden? Und da ist schlimm. Nee, da wollen wir nicht. Schlimm. Mann. Ja, aber Wölfe ist hier wirklich auch geil. Aber jetzt sind auch keine Hasen mehr hier. Nee, also jetzt ist gerade wirklich. Tote Hose, jetzt fühle ich mich echt ein bisschen einsam. Mhm. Hallo, Hasen. Lecker Ragu. Oh, ich hatte viel erwartet, aber echt nicht diesen dermaßen hohen Schwierigkeitsgrad. Erst, weil man muss ja immer noch bedenken, auch für die Leute, die jetzt später dazugekommen sind. Wir haben auf dem absolut lowesten Schwierigkeitsgrad halt jetzt auch angefangen. Das ist einfach für Einsteiger eigentlich. Und er fühlt sich aber schon wie der Höchste an. Ich will gerade gar nicht wissen, was ist denn der Höchste? Beziehungsweise haben wir ja gelesen. Und Heckenschutzspray. Wobei, wir haben gelesen, verlierst halt deine Ausrüstung. Ach so, wir haben ja die immer noch behalten. Also Waffe und Rüstung und so. Wir haben zwar unser Loot nicht mitgenommen. Aber zumindest würde man dann auch sozusagen sein Start-Equipment verlieren bei Hardcore. Das ist ja das schon stimmt. Crazy. Was wir machen können, ist theoretisch hier direkt verbrauchen. Das ist eine gute Idee, ja. Und dann futtern wir einfach direkt mal ein bisschen. Also ein frisches Wurstbrötchen im Wald gefunden. Ja, so frisches, aber ja, ist ein frisches. Das wirkte, da stand nicht abgelaufenes Wurstbrötchen. Das steht Hunger ja bekommen. Immer dabei. Kannst du mal eine, kriegst du nicht so Hunger. Eben verdorbener Käse, nicht so geil. Kannst du mal eine rauchen eben? Hier? Wir haben da auch. Können, genau. Ja, stimmt. Wir können auch rauchen. Oh, schön. Oh, das eine durchziehen, ne? Geil. Ja, das entfernt immer in Verstrahlung. Oh, man kann sogar nebenbei laufen. Oh, sehr gut. Ja, klar, kann man ja auch in echt. Ja, klar. Nur realistisch. Aber essen nebenbei kann man nicht. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Da konzentriert man sich drauf. Alter, Hausfrauentipp natürlich. Bist du verstrahlt, erstmal eine rauchen. Kennt man ja. Ja, stimmt. Bleib stehen. Da ist er. Hasten. Da habe ich ihn. Oh, da oben ist einer schnell. Das ist es auch, ne? Hey, weg mit dem Scheiß da. Die jagen auch, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Von denen würde ich mich noch fernhalten. Okay, wir haben jetzt. Oh. Ach, das ist immer dieses. Ja, Rahmen 2 von 10. Okay, es gibt nicht so viel. Ach, Mann. Oh, Hase ein, okay. Wahrscheinlich ist in so einem Wolf auch mehr drin, kann ich mir vorstellen. Ja, klar, so ein Hase ist so ein kleiner Puphase, der da dann rumläuft. Ja. Den brauchst auch nur einen Schuss. Oh, Vorsicht, da unten ist der wieder. Pass auf. Ich würde den eigentlich gerne echt jetzt umlegen. Kannst ja. Mist. Sagt er. Oh, hast du viel Geld? Oh mein Gott, Gewehrrang verbessert. Ich glaube, wir haben. Jetzt ganz schnell. Aber ganz schnell. Haben wir einen Verband? Haben wir einen Verband? Stimmt. Ja. Ist das ein Verband? Ja. Ja.
Und jetzt nochmal gucken, ob du nimm dein bestes Erste-Hilfe-Kit. Das vielleicht. Gesundheit 50. Ja, boah. Das war knapp. Ja, ich bin leider ein Risk-Taker. Es tut mir aber gut, nee, kompetent aber gemacht. Der Gegner ist ja auf jeden Fall aus dieser Welt geschafft. Aber war auch knapp. Es war knapp, ja. War das? Ja, Bandit, ja. FM, Doyle, Zen. Da ist noch ein Kumpel! Oh, er hat seine Freunde gerufen. Scheiße. Ich muss weg. Nee, wir können den nicht looten. Nee. Es sind sogar zwei. Ja gut, der hat seine Bros. Ja, da waren einige. Er hat seine Cousins geholt. War eine kleine Truppe. Ist ja auch mies, dass man uns hier alleine rausschickt. Ja, warum haben wir keine Buddies? Ich weiß auch nicht. Die beleidigen können sie uns und Witze machen und auf uns wetten. Aber mitkommen können sie dann nicht, ne? Nur Wache stehen. Ja, scheiße, wir finden halt auch hier leider echt gar nichts. Aber ihr, die Leute, die es kennen, das sind ja einige im Chat, ihr könnt ja mal so ein bisschen foreshadowen. Wird es denn noch so werden? Kann man vielleicht so KI-Buddies mitnehmen? Gibt es sogar einen Koop-Aspekt vielleicht? Also haut gerne mal ein paar Infos in den Chat. Das fände ich nämlich gerade ganz spannend. Da ist wieder einer gewesen unten rechts. Hier sind aber auch echt viele gerade, muss ich sagen. Mhm. Heute sind viele unterwegs. Einige, ja. Ist gutes Wetter. Okay. Okay, hier ist wieder dieses Dorf. Auf jeden Fall. Eieiei. Hier oben jetzt auch. War müde. Satt sind wir, durstig sind wir ein bisschen, verstrahlt sind wir schon ein bisschen mehr. Ja, so ein bisschen verstrahlt ist man schon. Also bin ich zum Beispiel immer. Ja. Das heißt, so ein bisschen Grundverstrahlung. Ist ja aber auch okay. Geht ja auch mit dem Charakter einher, genau. Ne? Oh, Hase. Sehr gut. Boah, das war schnell, du. Gute Reaktionszeit. Ja, ich bin ja okay. Keine Buddies, kein Koop. Ja, danke Schade. Für die Info. Hasenfell. Es gibt so viel Hasenfell, aber nur einen. Ja. Aber vielleicht kommt ja so ein Koop-Game. Das könnte man ja auch echt geil Koop spielen. Ja. Ne? Mit Freunden zusammen oder Total. So. Das wäre schon stark. Vielleicht danach noch Bases bauen oder irgendwie so. Mhm. Das wäre schon geil. Ja, das ist wahrscheinlich noch viel, noch was an Updates kommen könnte in Zukunft. Da sind wieder Leute. Absolut. Luft nach oben ist immer. Ja. Da darf ich auch nicht vergessen, dass jetzt ja auch gerade erst erschienen ist. Genau, genau. Ne? So, und ich denke mal, ganz viele Features wie hier, dass wir gesehen haben, wie komplex überhaupt die ganze... Ja, ja. Also, dass es ganz viel gibt, was wir nicht verstehen, was man craften kann. Das ist bestimmt sicherlich Stück für Stück im Early Access dann auch hinzugekommen. Also, wir haben ja hier sozusagen schon die Luxussituation, ein featurevolles Game gerade spielen zu können. Kochtopf. Wir haben nicht mehr so viel Dings, ne? Weil hier das bringt irgendwie eine Waffe, 4 Kilo. Ja, ja, das ist eine schwere Waffe. Nudeln. Aber auch riesig, ne? Da haben wir irgendwas Geiles Nudeln. Sind denn das ein Kilo Nudeln oder was? Weil das ist ja 4 Slots auf ein. Ja, es sind nur halbe Kilo, 500 Gramm Nudeln. Boah, aber das so groß ist das doch nicht. Witzig, dass es wirklich 500 Gramm sind, wie so ein wie normal. Ja, ja, so ist es ja abgepackt. Ja. Schon sehr realistisch trotzdem. 500 Gramm kann man schon immer dabei haben. Ah, okay. Und dann, ach, dann wird wahrscheinlich dieses diese äußeren Dinger so ein bisschen kleiner. Ja, du kannst auch ein Stückchen weiter, also keine Ahnung. Fleisch und Fleisch, okay. Und wir haben jetzt, glaube ich, 4 Fleisch. Oh, lieber. Nee, 5. Naja, dann fehlen uns noch 5. Hier sind wir schon wieder an der Seite, an der Grenze. Da ist ein Abbruchpunkt noch. Da gehen wir nochmal nach oben. Sonst... Und gehen vielleicht sonst noch mal einmal zurück. Du, es war eigentlich deine Schuld. Ich hätte es auch nicht gesehen. Das ist ja... Das kam ja aus dem Nichts. Was ist denn hier los, Leute? Ist das... Sind da dann immer diese kleinen Flammen? Oder gibt es auch so Fallen, die so komplett aus dem Nichts? Also okay, weißt du, ich will mich normal unterhalten. Hab einen schönen Plausch. Da werde ich aber von unten verbrannt. Warum nicht? Ist so ein normaler Alltag in meinem Azubi-Leben. Ja, du, aber es gibt wirklich auch hier immer mal wieder Let's Plays. Och, da gibt es Spiele, die sind Let's Play geeignet und es gibt die, die sind es nicht. Und zwar die mit, wo du so full focus sein musst, die sind es meistens nicht. Und gerade wir hier neigen uns in diesen Duo-Situationen. Ja, wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das Game zeigt uns, du. Ja. Es ist, ich bin jetzt auch nachts los. Wieder, es wird nachts wahrscheinlich schon. Oh, ja, stimmt. Scheiße. Eieiei. Es regnet in Strömen, ich bin klitschnass. Ja, aber wenn du nochmal so ein Haus... Alter, also hier geht aber auch immer was ab. Also wirklich, wie soll ich einen Dachwolf finden? Da hat auch jemand gerade geschrieben, das war zu rushig. Wahrscheinlich eben muss man bei dem Spiel durchaus
doch sehr vorsichtig vorgehen. Ja, da, guck mal, da ist so ein, da leuchtet. Ja, da ist sowas, genau. Also schon immer in die Richtung, in die man läuft, auch gucken und halt auch nicht die ganze Zeit sprinten. Ja, ja. Vielleicht. Ist wahrscheinlich einfach ein User-Issue. Es ist, glaube ich, ein, ein Geduldsgame anscheinend. Ja. Ach ja, so ich, mit so Geduld habe ich es meist echt gar nicht so hart. Mhm. Wenn auch, wenn ich Valorant und so gezockt habe, ich push schon gerne eigentlich in die rein, obwohl das echt so dumm ist. Aber ja, man sieht's ja. Das heißt, so ein schneller Shooter wäre eher was für dich oder eine Deathmatch-Mechanik, wo du halt direkt wieder da schon, bist oder irgendwas. Ja, schon. Ja. Ich finde auch sehr viel Gefallen so an Quake. Ja, verstehe. Ja. Das ist ja durchaus sehr zügig. Das ist sehr zügig. Ja. Und ja. Aber ich finde trotzdem, so als Abwechslung ist das schon echt cool und es ist auch sehr. Obwohl es halt 2D ist, ist es trotzdem so mit so vielen Details und was du achten musst, ist schon krass, ne? Was dahinter steckt. Okay, jetzt lese ich gerade, mit G kann man wohl eine Schraube werfen. Mach das mal. Oh. Und damit kann man vielleicht Gegner ablenken? Was? Kannst du nicht wieder ein... Kann man damit Gegner ablenken dann? Oder was? Genau, was meint ihr? Oh, der wird natürlich direkt gefragt. Hör dann Showmatch. Kannst du eh der Herausforderung mit Quake. Ist er so ein Quake-Pro? Nee, der ist der krasse Über-Quake-Pro. Echt? Ja, also tatsächlich. Also der ist genauso Pro wie. Weiß ich halt nicht. Also er hat halt eine krasse Quake-Vergangenheit. Okay, das ist krass. Nee, wahrscheinlich komme ich da nicht gegen an. Also ich bin mittlerweile, was Aiming und so angeht, schon recht okay. Aber ich glaube, Quake ist da nochmal wirklich eine andere Nummer. Ja. Es ist halt, also wirklich arschschnell. Mhm. Ja, und ich glaube, du brauchst halt auch eben sehr krasse Erfahrungen auf den Maps, dass du immer wieder diese gleichen rhythmischen Zirkulationen da irgendwie machst. Also ich habe auch nur mal bei einem Showmatch zugeguckt, wo er, glaube ich, gegen Timo gespielt hat. Nee, gegen wen hat er denn gespielt? Weiß ich gerade gar nicht. Und ich wurde nur, by the way, ich wurde schon wieder drive by Shooting angeschossen. Ich merke, man kann sich eben... Nur, dass du auf dem Laufenden bist. Kann sich praktisch gar nicht unterhalten. Also es ist wirklich kein Laberspiel. Man muss schon ganz genau aufpassen und hinhören. Muss aber gucken, wenn ich irgendwas schreibe. Geh wie Gewindeschrauben. Über das Haus, Abholpunkt. Ich glaube, es wird immer dunkler. Ja, ne? Besser schnell nach Haus. Oh, scheiße. Gut, was man natürlich sagen muss, Eder hat natürlich einen kleinen Altersvorsprung natürlich. Absolut, genau. Weil er hat natürlich schon wahrscheinlich auch früher halt sehr viel halt gezockt und kommt halt also aus dieser Zeit. Ja, eben als das erste Quake halt rauskam, ne? Hat er direkt losgelegt, Early Adopter-mäßig und dann, wenn du es dann ganz lange zockst, ist man natürlich Jahre voraus. Ja, ist schon geil, wenn du da richtig gut drin bist. Ist schon schnelle, dieses überall hin und du weißt eigentlich gar nicht, was abgeht. Ja. Das ist schon krass. Safe, also ist ja bei jedem Spiel erstmal irgendwie geil, wenn du da auch wirklich irgendwie mal gut drin bist, aber bei Quake ist, glaube ich, inzwischen döver geworden, weil das halt nur noch so eine kleine Szene halt auch hat. Ne? Das ist schade eigentlich. Ist ziemlich wenig geworden. Und ich glaube auch, dass eine Quake ist Quake und Champion. Vorsicht, das wird wieder so eine Flammennummer hier. Oh Gott. Und da sind auch wieder Leute, ne? Ja, genau. Deswegen hier ganz genau jetzt aufpassen. Ja. Aber hier sind so viele. Warum sind hier so viele? Man muss auch immer langsam dann echt gehen, weil die gehen weg. Genau. Dann kommen die wieder. Da ist wieder eine vor dir, genau. Da muss man ganz vorsichtig hier und. Die haben das wahrscheinlich aber auch gemacht, um ihre Lager zu schützen. Mm. Das ist für die zum Schutz ihres Lagers da. Ja, wie gesagt, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das Menschen platziert haben, weil das ist ja schon häufig vermehrt bei diesen rot verstrahlten. Ich weiß nicht, vielleicht mehr sagen kann, ob das Fallen sind, von den Menschen gelegt oder ob das irgendwie von der Natur so ist, vulkanmäßig. Ja, oh, gut finde ich da auch übrigens den Kommentar. Ja. Ja, oh, du kannst da von unten ganz schnell dann ran. Das Alter könnte man aber genauso gut als Nachteil argumentieren, weil ja natürlich dann sozusagen Reaktionszeiten. Ja, aber reicht, wenn du hier stehen bleibst. Passt. Ja, okay. Yes. Hast du recht? Klar, hast du komplett recht, weil nun. Nee, hat irgendjemand im Chat gesagt. Ach so. Ja, die Reaktionszeit ist danach im Alter, ne? Das stimmt. Eben. Und gerade dabei muss man ja hirnmäßig noch on fleek sein. Ja. Das Gehirn arbeitet nachher nicht mehr so schnell, was die Bewegung angeht und das Ganze. Achso, nee, ich will auf jeden Fall erstmal. Ja. Äppel dich erstmal nochmal auf. Äppel mich auf. Dann können wir gleich mal hier zum Doktor. Ich hab eine Wunde. Blutet. Nee. Handeln erstmal. Nee, handeln nicht. Ich will heilen. Mhm. Ja, ist immer noch ein Komma? Ein Komma, glaube ich. Hoffe. Ich dachte, wir gleich 9400. Nee, das glaube ich nicht. Dann machen wir das hier. Machen wir hier. Und dann gucken wir, dass wir mal. Haben wir irgendwas zum Handeln großartig? Nee, ne? Ist halt auch die Frage, ob wir diese
Shotgun die ganze Zeit mitnehmen müssen, wenn wir sie eh nicht benutzen? Können wir? Das frage ich mich gerade. Können wir die anstellen? Ah, das wäre geil, ne? Ja, versuch mal. Oh, das ist eine schöne... Man kann's. Cool. Okay. Haben wir genug Rounds? Kannst du mal gucken? Kann man das hier welche die benutzt? Magazin 5, Kaliber 12 mal 70. Art Schrotflinte. Auch ein schöner Name. Schrotflinte. Haben wir, glaube ich, nicht. Wir hatten mal so welche gelootet. 8. Ah, da, genau. War das die? Nee. Nee, das ist immer Ach, genau, das ist Pistole. Ja, ich glaube, das wird nichts. Warte mal, kannst ja trotzdem drin lassen und mal gucken, ob wir hier welche kaufen können vielleicht. Also nicht beim Arzt, sondern... Die Frage ist, wo kann man solche kaufen? Vielleicht waren wir ja auch noch nicht bei jedem und der Barkeeper, meine ich, hatte aber schon Munition. Nee, handeln. Nee, der hat nur Essen. Ah, nee, stimmt. Und so. Ja, hast du recht, aber irgendwo habe ich doch schon mal Munition. Aber, also hier nochmal, da waren wir noch gar nicht. Hier ist Ach, guck Bergbank. Mal, oh, können wir mal herstellen. Genau, du kannst nämlich gucken, wir haben hier die Medikamente herstellen. Munition, Nahrung. Guck doch mal jetzt. Beispielsweise, was man, nimm mal erstmal irgendeine, was man für eine Munition bräuchte. Schrottmunition. Ach, guck mal, die brauchen wir nämlich dafür. Und Schrottmaterial. Okay, verstehe. Aber es ist ja wirklich überall nur Schrottmunition und Schrottmaterial. Zumindest für die Munition. Das heißt, ja. wäre ich nicht gestorben und hätten davon viel mitgenommen, hätten wir uns eigene Munition machen können. Du kannst dir Nahrung herstellen, du könntest sogar hier so ein Salami-Brötchen. Salami-Brötchen kann man sich hier machen. Braucht man eine Salami und ein Brot? Spielen? Das ist ja mega, oder? Klar. Ja, oder? Wie kann ich das jetzt hier herstellen? Herstellen. Ja, lecker. Bestens. Ja, so Achievement hier für unseren ersten Craft. Man da. Reparieren kann man auch selber, cool. Ja, Waffen modifizieren. Ach krass, man kann da noch... Hier sind nämlich die Sachen... Wie cool. Ja. Nee, da haben wir nur so ein Kimme-Korn-Ding, glaube ich, ne? Das wirkt nicht richtig wie so ein Scope oder ein Red Dot oder sowas. Doch, wir konnten ja leicht zoomen. Ich glaube, das geht nur mit den Aufsätzen. Ja, aber vielleicht geht halt mehr, wenn du dann Red Dot hast. Krass. Ah, man kann das Lager auch noch, die Basis kannst du auch noch upgraden. Oh, das ist aber, das holt mich jetzt cool. Direkt komplett ab, weil das jetzt habe ich, sowas brauche ich ein bisschen auch als Motivation, genau. Dann 1000 Runs dazu machen. Arbeit. Genau, genau. Ja, weil bisher wusste ich noch nicht, wofür machen wir das, nur für diese Quest. Die sollen selber ihre Wölfe töten, habe ich mir direkt gedacht. Das ist mir doch egal, aber das lohnt sich. Lichtersets kannst du hier machen. Sehr geil. Okay, krass, cool. Da sehen wir nämlich dieser ganze freie Platz hier, der kann wahrscheinlich von uns designt werden. Versteck. Kannst da seine Sachen ablegen. Genau, und das wollte ich eben sogar auch fragen. Haben wir einen Stash oder sowas? Ja, okay, gut. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel die Schrotflinte reinlegen, wenn wir nicht an die entsprechende Munition jetzt kämen. Okay, sowas gibt's. Das ist sehr cool. Was haben wir hier? Reden, Networker. Hat auch noch Aufgaben. Wer bist du? Ich bin vieles, mein Freund, Diplomat, Mann fürs Grobe, Geheimniskrämer und Informant. Ich kenne die Leute, guten Welt. Doch wer ich bin, spielt keine Rolle. Wichtig ist, was ich für dich tun kann. Weißt du was? Ich habe Verbindungen und Kontakt in jedem Winkel dieses Landes. Ich weiß, mit wem man reden muss, wen man lieber meiden sollte, wer das hat, was du brauchst. Und dieses Wissen kann ich für dich einsetzen. Okay, ist auf jeden Fall ein guter Typ, der uns ein paar Sachen erzählen kann. Hat auch... Okay, der hat auch ganz viele Aufgaben, die wir jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr hinbekommen. Wir wollen trotzdem nochmal gucken, dass wir vielleicht die andere Aufgabe nochmal... Ja. Hier alles jetzt soweit durch. Dann lass uns doch nochmal jetzt die letzten 15 Minuten... Ja, sehr gerne. Nochmal tryen. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, die Aufgaben stehen eh nicht mehr so im Vordergrund, wie ich bis eben noch dachte. Ja. Also es ist schon eher so ein bisschen auch, was willst du aus dem Spiel machen? Genau. Und ich glaube, du... Könntest die alle links liegen lassen. Ich glaube, das ist so nice to have, wenn du all die Sachen schnell leveln möchtest, dich leveln möchtest, die Sachen, du kriegst ja Belohnung, kriegst Geld, dann kannst du es easier machen, aber du kannst auch die Welt erkunden, die Gegend erkunden, kannst du auch looten und kannst halt auch so einfach, ne, ein bisschen wahrscheinlich. Du kannst dann die Base aufbauen und so. Genau, ich glaube auch, dass eher dein eigenes Ziel, was du dir steckst, im Vordergrund steht und diese Quests sind halt nur... Die Belohnung, vielleicht machst du das mal so nebenbei. Genau. Aber eigentlich würdest du eher den Loot hier holen und rausbringen und wieder looten. Was aber auch super geil ist, weil du halt, du kannst halt selber einfach entscheiden, was du jetzt gerne machen möchtest. Ne? Ja, genau. Das mag ich eher am liebsten in Spielen. Ja. Daher sind schon wieder diese Dinge. Kristalle lasse ich jetzt komplett liegen. Aber da kriegen wir auch nochmal den Hinweis hier von Levi, Levi Willis, der Überprofi, der schon viele Tipps gegeben hat. Quest schalten Maps und Progress eben frei.
Also wir können jetzt ja bisher nur in dieses erste Gebiet. Ja, okay, gut. Das heißt, sind sie vielleicht doch irgendwie wichtig. Genau, die sind schon wichtiger, als ich dachte, aber es ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ja. Fantastisch. Nee, ist hier wieder ein Barberschrank. Ah, guck mal, jetzt hat der Schreihals von nebenan hat jetzt hier reingeradet. Oha. Willkommen, liebe Freunde des lauten Organs. Hoffentlich sind eure Ohren nicht zu beschädigt. Ja, ihr wurdet eigentlich quasi nur einen Raum weiter geschickt. Ja. Denn hier hinter euch, hinter der Kamera, da wart ihr eben noch und habt euch eine andere Kamera quasi auf uns zugeguckt. Das ist recht spannend. Würden wir die Wand einfach entfernen, würde man uns beide jetzt sehen können. Ja, willkommen, Leute. Bleibt gerne dran für Home auch gleich noch. Heute mit Japan Spezial. Oh, Vorsicht. Gegner. Oh, Ghoul. Ich blute schon wieder durch, ja, glaubst du ja nicht. Eine Scheiße ist das hier. Gleich wieder ein Verband und nehmen. Oh, nee. Puh, ey, ey, ey. Und das ist die Wildnis. Oh, das ist schlimm. Ist schon hart. Schon hartes Pflaster. Ich muss auch mal daran gewöhnen, dass es STRG ist und nicht Shift. Ja, so ein Shifter. Mhm, ja, stimmt. Muss ich mich auch dran gewöhnen. Ah, shit, ich bin jetzt auch nicht mehr. Links. Wir machen jetzt hier so einen Speedrun, dass wir die Fleischdinger wenigstens noch durchkriegen. Was haben wir jetzt? Reifen 10. Ja, komm. Vorsicht, wieder kleine Fleisch. Ja, ich sehe es da schon wieder. Ich höre schon. Oh, von wo denn? Weiß ich auch nicht. Wir haben die noch nicht gesehen. Es ist ja, es ist ja auch dunkel. Och, kacke, ich habe vergessen zu pennen. Ja. Oh, es ist aber auch. Geht aber auch schnell, du. Ja, der Tag. Das ist wie im echten Leben. Nachladen. Sehr gut, aber Nachladen ist jetzt drin. Ja. Ist ja hier auch so ein bisschen. Warte mal, da ist ein Wolf. Da sind Wölfe. Sehr gut. Oh, fuck. Mach sie alle fertig, so gut du kannst. Du hast zwar fast kein Leben mehr, aber du schaffst bitte, das. Mutti. Nachladen. Ich sehe auch nichts. Ja, ich sehe nichts. Es war halt so dunkel, dass du nichts sehen konntest. Wahrscheinlich bist du entweder in Flamme gelaufen oder verblutet. Man weiß es nicht genau. Es ist aber auch höchst tricky. Willst du noch mal die letzte Zeit noch einmal spielen? Die letzten 10 Minuten nehme ich noch mal kurz mit. Genau, weil man muss ja auch sagen, du bist ja hier jetzt quasi in deinem On-Air-Praktikum. Und da ist sozusagen hier die Lektion jetzt auch so ein bisschen spielen und noch sich die ganze Zeit unterhalten ist schon heftig. Eine große Herausforderung. Aber das ist die Übung auch. Das ist die Übung. Aber du machst es auch sehr gut, weil es ist ja gar nicht so selbstverständlich auch, dass man überhaupt das erste Mal dann überhaupt viel redet und sich auch traut und so. Aber ich versuche mich so ein bisschen, ich streame auch zu Hause selber. Ach so, auch ein bisschen, ja. Geil. Und versuche dann halt da auch so das alles ein bisschen zu lernen, dass dieses zu verinnerlichen, dass man halt sehr viel redet. Ja, auch sehr gut. Ja, das versuche ich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall das Allerbeste. Das aber macht halt auch echt viel Spaß. Es macht in erster Linie absolut viel Spaß. Und darum würde ich sagen, geht es auch immer in erster Linie, dass die Leute lieben das, wenn man einem das anmerken kann, dass man hier gerade tatsächlich kompletten Spaß hat. Ja, ich penne bis morgen. Ja, einfach voll durch bin. Aber ich muss sagen, auch nach jahrelang des Let's Plays, habe ich es vielleicht sogar eher als Schwäche für mich entdeckt, dass ich nie Multitasking-mäßiger geworden bin, ab einem gewissen Punkt. Also, weil es gibt echt bei Spielen, die einem eben viel Fokus und Konzentration abverlangen, hatte ich es, wird jetzt gleich hell, also es wird langsam morgen, da hatte ich immer wieder habe ich gemerkt, so, ey, ich vergesse entweder, wie mein Satz jetzt enden sollte oder ich rede die ganze Zeit und drücke nicht einmal auf Weiter oder so. Also Leute, ihr kennt das mittlerweile zu Genüge und da muss ich sagen, hast du dich First Try schon ganz schön gut angestellt. Vielen Dank. Aber ja, ich kann es vollkommen nachvollziehen mit diesem Multitasking. Gerade wenn es dann halt auch so darum geht, man muss sich wirklich sehr konzentrieren auf irgendein Spiel. Vielleicht ist es sogar dann auch kompetitiv. Genau. Und da bin ich auch nicht muss. Da wird dann immer aufs Ohr gequatscht manchmal, wenn ich dann zu Hause spiele. Und ich bin dann so gerade in meinem Element. Und dann habe ich schon gar nicht mitbekommen, was jetzt gerade gesagt worden ist. Ja. Und, aber es ist dann einfach so, ne? Ja, absolut. Und man neigt dann halt dadurch auch dazu, während man redet und sich darauf konzentriert, dass es auch gerade irgendwie interessant oder witzig ist, eben was du eben auch gemacht hast, so ein bisschen zu schnell, so gehetzt das Spiel zu spielen. Und dann passieren halt diese Flüchtigkeitsfehler. Ja, genau, ich glaube, das wäre dir ohne Kamera auch nie so schnell passiert. Und dann steht halt in den Kommentaren immer, Mann, die sind immer alle so schlecht. Ja, Leute, versucht es mal. Schwierig. Also, ich habe eine Challenge für euch da zu Hause. Spielt mal so ein Spiel, was schwierig ist und ruft dabei irgendwie eure Mutter an und erzählt, aber ihr müsst so wirken, als würdet ihr nicht spielen, also ihr müsst immer noch ein Gespräch so wie ohne Spielen hinbekommen und erzählt erstmal von euren letzten 2-3 Wochen, was alles Relevantes passiert ist. Dann schreibt ihr rein, wie lange es gedauert hat, bis sie gesagt hat, Spiel zu spielen. Ja, genau. Oder ihr gestorben seid. Beides könnte natürlich stattfinden. Das dauert nämlich nicht lang. Oh, da höre ich doch Wölfe. Gleich. Ja, komm, komm. Haffen wir jetzt noch einen. Du machst das jetzt. Oh, die letzte. Komm, knall sie ab. Aber ich habe noch keinen getötet. Doch, du hast einen getötet schon. Noch einen. Stark, Walle, da unten ist noch einer.
Ja, warte, aber der. Oh, der läuft weg. Hat der Angst. Das ist, ja, wir schaffen's. Ja. Das sind. Müssten eigentlich. Oh. Brauchst du lange zum Nachladen? Ja! Er ist aber noch nicht tot. Nein. Ja! Ah, wir haben es geschafft! Ja, noch nicht zu früh freuen. So, jetzt, Leute, 8 Minuten noch. Jetzt, okay, jetzt nur noch nach Hause. Höchste Konzentration. Ich glaube, ich nehme das Fleisch aber trotzdem noch mit. Jetzt willst du auch noch schnell abschließen. Vielleicht kriegen wir das. Nee, beides auf einmal. Genau, da werden wir dann. Da wollen wir wieder zu viel, ja, ja. So, aber ich nehme das Fleisch schon mal mit. Ich gebe es nur noch nicht ab, weil ich begebe mich von hier jetzt straight zu einem Ausgang. Oh, jetzt habe ich. Nein, ich habe scheiß Holzfleisch gegessen, weil ich mich verklickt habe. Komm, pass auf, jetzt sterbe ich sofort an einer Lebensmittelvergiftung. Und wir können die Quest schon wieder nicht abschätzen. Du kriegst ein dünnes Schüsschen. Das wäre so geil. So, man kann nur noch so. Oh, geil, oh, ey. Was ist das für ein Rabe? So, Leute, wir sind unserem Ziel so nah wie noch nie gefühlt. Es waren wirklich 5 Wölfe. Jetzt kommen sie alle, weißt du? Ja, jetzt kommen sie. Es ist anscheinend wirklich so, dass sie nachts kommen. Ja, ja, und die wissen auch einfach, dass unser Let's Play hier langsam vorbei ist. Ja, das kann auch gut sein. Die sind jetzt auch gerade von Florentin. So, oder, nämlich, das sind die haben die ganze Zeit nämlich Warcraft 3 oder, ne, haben sie geguckt. Genau. Jetzt sind sie da. So, das reicht mir erstmal. Wo ist der, das Igors Haus? Da, der ist, glaube ich, besser. Ich glaube auch. Oder gibt es noch einen anderen eigentlich? Unten rechts oder irgendwo, ne? Ja, es gibt immer 2 und die sind auch random platziert. Ja, der ist jetzt hier. Ich würde sagen, der andere ist besser. Ja, und wir können ja, Igos Haus bringt uns auch noch nicht viel. Nee. So, jetzt lade ich direkt nochmal nach. Oh, ich liebe deine Attitude, wie du einfach da auf die Dinger rauf. Ja. Oh. Hey, fuck, ich habe keinen. Blut ist. Ja, ja, aber ich muss erstmal. Ah, ja. So, jetzt? Okay. Wir haben noch Verbände. Vielleicht sind das Warcraft 3 Wölfe. Ja, maybe. Wir sind auch mit rüber geratet worden. Oh, ich muss das noch machen. Jetzt. 2 heißt, du brauchst 2 Verbände. Anscheinend, ja. An 2 verschiedenen Stellen blutet man offenbar. Einmal ins Bein gebissen, einmal in den Arm. Ich nehme sogar noch so ein krasses Medikit. Ich gehe jetzt hier kein Risiko mehr ein. Diese Wölfe werden jetzt nach Hause gebracht. Ich sage es euch. So, okay. Und. Oh, das war ein scheiß Rabe. Boah, ich hab. Guck mal, das war jetzt ein Panikshot. So, 1, 2, 3, 4. Wie viel Fleisch haben wir? Ich mach nie jetzt Konkurrenz. So, das nächste Fleisch auch noch mit. Ist noch 1? Ja. Und den noch. Schön ein bisschen Fleisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du. Ah, nee, da ist kein Fleisch drin. Okay, aber der Thrill ist so high. Nachladen. Und jetzt. Wo ist der Marker? Ach, da oben noch. Jetzt wird langsam morgen, glaube ich. Vielleicht entfernen sich die Wölfe. Aber tatsächlich, im Morgengrauen oder der Abenddämmerung hätten wir da von Anfang an auf unsere Intuition gehört. Es ist auch irgendwie so ein bisschen. Logisch. Logisch. Ja, also vom Gedanken her. Also, ob es in Real Life wirklich so ist, ist. Fraglich. Ja, das stimmt. Aber es ist vom Gedanken her, denkt man sich's. Es ist so Game Logic, ja. Die wird hier auf jeden Fall angewandt. Oh, wieder kleine Flammen, jetzt muss ich so aufpassen, ey. Okay, Essen und Trinken, mehr Tragen, mehr Ausdauer, etc. Oben sollte weiß oder grün sein. Gelb ist schon nicht so gut. Ja, glaube ich, aber was trinken ist mir gerade nicht richtig genug. Ich will erstmal. Ich glaube, ich schaffe es mich noch bis zum Punkt. Das will ich lieber priorisieren, als jetzt hier anzuhalten, zu trinken und dabei von einem Wildschwein überrumpelt zu werden. Das muss nicht sein. Das macht uns ganz schnell kalt. Absolut. Oh, wer schießt da? Weh auf uns. Da sind Jäger oder so. Ja, scheiß auf die Bude. Die sollen wir da unten. Ich weiß nicht, ob die auf dich scheißen. Das wird. Also jetzt haben uns aber die da oben wahrscheinlich auch gehört. Ja, aber wir müssen halt hin, ne? Scheiße. Muss da lang, ja, Tatsache. Hier ist der Ausgangspunkt. Und da ist campen die auch so ab. Oh, das machen die doch extra. Ja, ah, hier reicht schon. Ich bleibe jetzt hier, pass auf. Das sind typische Camper. Mag man nämlich nicht. Ah, oh, schön. Walle. So. Ja, ich neige dazu, mich nicht zu früh zu freuen. Deswegen. Meinst du, explodiert jetzt alles? Die ganze Basis explodiert jetzt. Ich sage es dir. Hier, außerdem schieße ich auf dieses Feuerfass oder so. Ja, das wäre echt geil. Wir schlagen sofort ein, wenn wir hier beim Barkeeper die Quest abgegeben haben. Aufgabe. Abgeschlossen steht da. Und jetzt können wir, auswählen. Was brauchen wir? Sollen wir das vorher einmal kurz gucken? Ja, die Zeit haben wir jetzt noch. Die Zeit haben wir auf jeden Fall. Hier. 5,45 mal 39. Was, also 5,45 ist klar, was 9 mal 39 heißt, weiß ich jetzt nicht so ganz.
Das heißt, wir haben nur drei so. Also wir haben noch 22 Schuss, was nicht so viel ist. Und jetzt ist hier die Frage, guck mal, hier haben wir nämlich gar nichts für. Wir könnten uns natürlich auch mal Schrotflintenmuni geben lassen, also 12x70. Was meinst du? Wie viel haben wir jetzt von der anderen noch? Nur noch 22 Schuss. Würdest du dann doch lieber da nachholen. Ja, dann machen wir das. Weil wenn halt auf Distanz ist es halt schon besser. Und auch auf nahe hast du trotzdem. True. Ja, true. Wir brauchen 5,45. Die müssen, wie sieht denn aus? 45, 39. Hier, aber PS, was ist da der Unterschied? HP? Nee, okay, nochmal zurück. Ja, also nochmal ins Inventar. Bevor wir jetzt irgendwas Weites kaufen. Das ist so. Die links, das ist da dann PS. PS. Guck mal, gut, dass wir das nochmal nach. 5,45, 39 PS. Mhm. Also, auf Jabel. Auf Jabel. So. 5,35. 45, 39 PS. War so? 9,3? Ja, 5,45. Und was ist das andere links? Das ist halt HP, das haben wir nicht. Nee, PS. PS war es. Genau, PS. Ja, dann ist es die, glaube ich. 40 neue Schuss. Technisch ist es echt nicht wirklich, aber also, es ist auch kompliziert. Ja, hätten sie das also nicht. Munition 1 von 2 also, damals. Kann ich nicht einfach da reinpacken, also jedes so. Ja, so USB-C für Munition, weißt du, wo überall die gleiche Muni passt. Mhm. Da muss ich die Waffenlobby noch hinentwickeln. Ja, genau. So, Belohnung erhalten. Und da haben wir es. Und jetzt, yo Mann, wir haben unsere Aufgabe wirklich noch abgeschlossen. So kurz vor Ende. Ey, ich kann das echt kaum noch, glauben. Ich habe wirklich mittendrin gedacht, das schaffen wir nicht mehr. Ich dachte wirklich auch, als wir gemerkt haben, wie herausfordernd das Spiel hier jetzt am Ende ist. Ist krass. Ich bin ein bisschen stolz. Ich auch. Ich bin richtig stolz. Also ich habe eigentlich schon fest damit gerechnet, dass wir es nicht mehr schaffen. Und hier kriegen wir jetzt unsere neue Aufgabe quasi. Und wir können da auch eine neue Waffe kriegen. Ja, das ist cool. Könnten wir, wenn wir es denn schaffen, was muss man denn hier überhaupt machen? Weil hier stehen jetzt nicht so... Ah, hier Ziel. Sammle ein hochwertiges Klopapier. Aha, das ist natürlich Apokalypse. Klopapier darf nicht fehlen. Ist da, ne? Und da ist auch wichtig, dass es nicht drei- oder zweilagig ist, sondern vierlagig. Muss schon geil. Genau, die wollen das besonders weiche und da geben sie sogar eine ganze Schusswaffe für ab. So geil ist das. Das ist ein bisschen wie Corona, ne? Ja, wirklich. Aber stell dir vor, wir delivern jetzt eine hochwertige Rolle. Wie gehst du dann vor in der Apokalypse, wenn du deine AK dafür zum Beispiel hergegeben hast? Nimmst du dann jedes Mal auch nur ein Blatt? Und wie viel hast du da? Wie viel hat so eine Rolle? Also, kennst du diesen Typen, der so dieses Blatt nimmt, diese Ecke ab? Naja, das habe ich schon mal gesehen, ja. Aber ich glaube, so, der ist dann der Held der Apokalypse, würde ich sagen. Ja. Also, jetzt ist ja noch. Aber auch keinen mehr interessiert. Genau, jetzt ist ja noch ein peinlicher Otto. Ja. Und dann ist er plötzlich der denkt Star. Ganz anders. Ja. Der denkt schon weiter. Eben laufen die Fans dann hinterher. Ja. So, wir wollen das, was du kannst. Zeig es uns nochmal. Bitte. Senpai. Ah, schön. So, bis dann. Krass. Wunderschön. Jetzt, ich habe immer so ein Bedürfnis, bevor ich mich aus so einem Game auslogge. Alles schön machen. Alles nochmal hoch machen und so. Und deswegen würde ich sagen, wir essen und trinken jetzt hier nochmal. Nochmal schön beim Barkeeper nochmal so schön. Schön einheben jetzt. So schön. Nee, warte. Geh nochmal zurück. Wir haben ein Inventar. Oder haben wir es verloren? Oh, das kann auch sein, dass wir es verloren haben. Geh nochmal ins Inventar. Ja. Yeah. Ich hatte vorhin Whisky gefunden. Mmh. Einen schönen Whisky jetzt am Arm. Das wäre toll. Wir haben immer einen Wodka. Aber doch plus Durst. Minus Hunger. Also gibt uns halt, also macht uns durstiger. Nee, plus 17 Durst. Nee, ich glaube, minus ist gut und plus ist schlecht. Das kann auch sein. Ich glaube, so ist das gemeint. Ja. Ja, ist ja auch rot. Ich ex den trotzdem weg. Jetzt pass auf. Also daran habe ich auch nicht gezweifelt. Ich wollte nur erklären, was jetzt passiert. Der Wodka geht so oder so runter über die Theke. Du wolltest nur noch mal über die Werte reden, das war eh klar, der geht weg. Mein Arzt fragt mich immer. Schön, ey. Schön, ey, okay, ja, geil. Wie sieht das jetzt aus? Wo ist unser Alkohollevel? Wo wird das angezeigt? Schade. Brauche ich noch einen. Guck, ich bin durstiger. Ja, aber deswegen mehr Wodka. Du bist durstig. Ja, eben. So, mehr Wodka brauchen wir. Schön wäre jetzt so noch so ein Wackel. Das ist alles so wackelig. Oh ja, das wäre toll. Hast du WoW gespielt? WoW, ja klar. Das ist ja auch, wenn du so Bier und so trinkst, das ist ja auch so schwummig und du gehst auch nicht mehr geradeaus. Das wird da fehlen. Das ist tatsächlich so. Hier könnten wir direkt einen nachkaufen. Ja. Aber machen wir jetzt mal nicht. Wir machen noch ganz kurz hier beim Barkeeper einmal, wo war es hier? Zack. Und jetzt guckt mal auf unsere Werte. Uns geht's super, Leute. Wir haben total viel Erfolg. Wir haben 9000 Rubel. Kann sich ja sogar noch mal heilen. Und man könnte sich theoretisch noch mal heilen. Und wir gehen jetzt hier ins Bett. Machen jetzt Schlafi. Wir machen Schlafi. Liebe Leute, das war ein Ersteinblick in Zero Sievert mit dem guten Henry.
Vielen Dank auch nochmal an den Publisher und unsere Partner, die das Let's Play hier möglich gemacht haben, uns eingeladen haben, das 2 Stunden mit euch zu spielen. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielen Dank an dich. Es hat großen Spaß mit. Ich habe einfach zu danken. Ne? Es hat großen Spaß mit dir gemacht. Und wie schon vorweggenommen, das war äußerst kompetent. Also die wenigsten stellen sich First Try so gut an, muss ich dir sagen. Vielen Dank. Also denk gern mal aus dem Aspekt über eine Karriere vor der Kamera nach. Aus allen anderen Aspekten würde ich dir davon abraten. Ich weiß gar nicht, was du meinst, so die Aspekte. Ja, reden wir danach noch drüber. Aber euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit gleich bei RBTV Home Japan Special. Da werde ich jetzt auch schön rübersprinten. Ja, ja. Und dir noch einen wunderschönen Abend. Du hast jetzt Feierabend? Ich habe jetzt Feierabend. Wunderbar, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Und liebe Leute, lasst doch noch ein paar ganz, ganz liebe Sätze und Kommentare in den YouTube-Kommentaren für den guten Henry da. Der Chat hat es bereits getan. Einen wunderschönen Abend euch. Ciao, ciao.